Freunde gepflegt. So ist besser. Freunde gepflegter Fußballunterhaltung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. 33. Stream. PES 2020 und das sitzt nicht richtig. Es klingt komisch. Egal. Ho, ho, ho. Schön, dass ihr da seid. Letzter Stream. Vor dem Heiligen Abend, aber vielleicht und sehr wahrscheinlich nicht der letzte Stream zur Weihnachtszeit. Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid. Heute im legendären Erik Tommy Gedächtnis. Nee. Toni Turek Gedächtnistrikot, der glorreichen Fortuna. Was ein toller Sonntag. Das schönste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten von Erik Tommy bekommen. Jawohl, schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn es gefällt. Wer jetzt live auf Twitch ist oder langsam reinkommt, das dauert ja mal seine Minuten, der macht's richtig. Der kann heute richtig fett was gewinnen. Ich mache die Twitch-App mal an, damit wir schön live miteinander reden können. Freunde, gepflegter Sonne und so. So, wie geht das hier? Klick. Da sind wir live. Jawohl, ich bin gespannt. Wer ist der Erste, der Hallo sagt? Ich habe alles im Blick. Und ja, heute haben wir einiges vor. Heute haben wir einiges vor. Ja, es gibt was zu gewinnen. Der das jetzt auf YouTube sieht, Let's Play Maker On Demand, ist auch ganz, ganz cool. Aber der kann nichts gewinnen. Denn nur live und in Farbe auf Twitch heute wird eine PS4 Legend Edition verlost, Freunde. Das wird im Laufe des Streams immer mal wieder erwähnt und immer mal wieder auch so ein Stück für Stück der Code, der Download-Code bekannt gegeben. Also von daher, wer heute auf Twitch reinkommt und mitspielt, kann eine PS4 Legend Edition gewinnen. Aber viel wichtiger, dafür gehe ich gleich auf das Gaming-Sofa, damit man es besser sehen kann. Ich habe hier auch ein Unboxing eines kleinen, schnuckeligen Paketes aus Eschborn von Konami Deutschland. Ihr seht, es ist so ein halbes Unboxing. Ich habe ehrlicherweise mal reingeguckt, nicht, dass die mir irgendwelche Schlüpfer schicken, irgendwelches peinliches Zeug. Und ich habe auch schon die Sachen rausgeholt, ja, die ich behalten möchte. Aber es sind ehrlicherweise so von allem waren zwei Größen dabei. Es war fast alles doppelt, wenn nicht sogar fünffach dabei. Das heißt, wer dieses Video auf YouTube sieht, sollte genauer hinhören, denn das wird im nächsten Stream verlost. Ja, genau dieses Paket hier wird im nächsten Stream verlost. Heute gibt es nur die PS4 Legend Edition. Das Unboxing machen wir gleich. So, hier sind schon die ersten Leute. Guck mal hier. Denja, schönen guten Abend. Erster Kommentar von Denja. Super geil. Schönen guten Abend. Was machen wir heute noch? Was machen wir heute noch? Administrativer Teil. Also wir spielen mit einem Vier-Sterne-Team. Ich habe mich ja seit Wochen in Vier-Sterne verliebt und bastel da immer schön rum. Das ist die Truppe, die heute für Weekly und Ratingpunkt sorgen soll. Wir sind weiterhin knapp über 900 Ratingpunkte. Die Stammzuschauer wissen es. Wer mich zum ersten Mal sieht, Servus. Und Abo da lassen, wenn es gefällt und so. Aber ja, knapp immer 900 Ratingpunkte auf 4 Sterne mittlerweile festgetackert. Wobei ich immer noch fleißig am Simulieren bin. Auch nach dem großen Batistuta-Push, der ja zum Glück erfolgreich war, immer noch weiter GPs am Sammeln. Aber auch Silber- und Weiße- und Bronzebälle am Ausbilden. Um vielleicht irgendwann dann doch zu 1, 2 oder 3 Sternen zurückzukehren und dann richtig geile Spieler zu haben. Aber das ist die Truppe, der wir diese Woche vertrauen. Es sind sehr viele Bs. Ja, wir haben mittlerweile endlich Tiefe im Kader, können auch nach Wochenformen aufstellen. Bei der Bank ist es dann schon, ja, eigentlich gar nicht. Hier 1, 2, 3 mal C, also es geht. Batistuta eh wahrscheinlich für ewig gesetzt, aber mit der Truppe spielen wir. Was machen wir heute noch? Wir kriegen einen garantierten schwarzen Ball. Dafür gehe ich einmal in die Inbox. Freunde gepflegter Fußballunterhaltung. Ich kann auch heute Legenden ziehen, Denja. Jawohl, hast du vollkommen richtig gesehen. Da ist wieder eine Legendenbox. Da reden wir gleich noch drüber. Ich lasse die Leute erstmal langsam reinkommen, ja. Quasi hier den Verwaltungsrat der Let's Playmakers 11, also ihr. Ja, ihr entscheidet gleich mit mir. Wie wir denn weiter vorgehen. Ja, ich hatte ja mit Batistuta alles oder nichts gesagt, ja, Batigol oder nix, und habe gesagt, die 1,8 Millionen GP, die wende ich zur Not auf, und dann ist er in der neunten Ziehung schon gefallen, und ich habe jetzt nach wie vor immer noch viele GP, die müssen ja auch irgendwo hin. So, das machen wir gleich zusammen. Servus Fossi, schön, dass du auch wieder dabei bist, die Mütze ist aber sowas von geil. Mega geiler Marc van Bommel hier vorne, super geil. Also, diese Mütze zum thematischen fast Heiligabend-Stream, damit mir auch keiner sagen kann, ich gehe hier nicht auf die Jahreszeiten und so ein. Ne? Jawohl, so sieht es doch aus. Ja, also wir spielen weiter auf Zeit, damit die Leute auch an dieser zu dieser ungewöhnlichen Zeit, ja, 18:15 montags, ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben streame ich 18:15 montags, aber hey, versuchen wir das mal und gucken, dass genug Leute reinkommen, dass sich auch die PS4 Legend Edition hier verlost bekommt. So, also was machen wir noch? Also wir spielen mit Vier-Sterne-Team, wir ziehen. Einen garantierten schwarzen Ball. Danke an Konami an der Stelle. Die sind jetzt in dieser PESMIS Festival Season komplett hohl gedreht, haben uns eine Schwarzball-Legende geschenkt vor einer Woche. Da gab es für mich ja leider den zweiten Patrick Vieira. Das hat mich sehr geärgert, denn alles andere wäre mir lieber gewesen. Mit Abstrichen Oli Kahn, aber mit gar nicht so vielen Abstrichen Nedved, Prime Beckham oder Prime Ronaldinho. Es ist Vieira geworden, der mir nichts taugt. Und, also der klar ist eine super Legende, aber der mir zu stark ist.
und hat mir gar nichts geholfen. Und wir ziehen dann natürlich noch die zwei Matchday Scouts, die einfach nur englische Liga 4 Sterne sind. Das ist ja sehr, sehr nicht so geil. Also wenn da jetzt stehen würde Man United und Liverpool und so, wäre cooler. So sind es leider 4 Sterne englische Liga Scouts, die man so auch ehrlicherweise erspielen kann. Nichts Besonderes. So, dann werden wir auf jeden Fall noch einen schönen guten Tag SV Werder. Dann werden wir uns auf jeden Fall noch, wie gesagt, dieser Geschichte hier widmen. Ihr kennt das ja, jetzt wo wir kein Transferziel mehr haben, wie eben ein Batistuta, alles oder nix, müssen wir gucken, dass wir wieder irgendwie so ein bisschen mit den GPs was machen. So. Und wenn wir dann wieder zurückkehren zu dem alten System, dass ich für jeden Sieg einen Agenten ziehen darf, sei es eben hier ein Top-Agent, wo wir sagen, Abwehr, Mittelfeld, Angriff, ihr entscheidet das dann nach einem Sieg. Oder ihr sagt zu mir, wenn du gewonnen hast, darfst du eine Box ziehen. Das wäre in diesem Fall diese hier. Dann würden wir das heute natürlich auch wieder so machen. Und was mir aufgefallen ist, wir haben beim letzten Mal, beim letzten Stream, haben wir gewonnen, verloren, gewonnen. Und den zweiten Sieg im Stream haben wir nicht mit einer Belohnung gefeiert. Das heißt, damit starten wir dann auch. Das entscheidet ihr ganz zum Schluss, was wir damit machen. Jenkins, jawohl, alter Streaming-Kollege, schön, dass du es nach deinem elterlichen Mittagessen hier rüber geschafft hast. Kleiner Kaiser, super. Denja sagt schon, Box ziehen, also was natürlich ganz klar der Fall ist, eine Box öffnen kostet genauso viel wie ein Top-Agent, nur in einer Box hat man 10% Chance für einen schwarzen Ball und wir reden ja immer wieder von Tiefe in den Kader bekommen, versus 2,9% auf einem Top-Agenten, also rein von der Seite her ist das lohnenswerter. Wir gucken uns die Box aber auf jeden Fall nochmal an. Schönen guten Abend, Shibane. Ich hoffe, meine neu entdeckte Lust auf Instagram-Werbung oder Instagram-Stories, um euch zu sagen, hey, hier in Countdown x 1000 Stunden kommt der nächste Stream, hilft auch dir. Also mittlerweile muss ich ja fast sagen, danke für eure Unterstützung überall, aber wer den Let's Playmaker so komplett verfolgen möchte, wer die Let's Playmakers 11 nicht verpassen möchte, der folgt auf Twitch, der folgt auf YouTube für Let's Playmaker on Demand, der folgt auf Twitter für den kompletten Rollenspiel-Effekt. Kleine Highlights, kleine Screenshots und so weiter und Wochenupdates und so. Und folgt jetzt mittlerweile auch auf Instagram, wobei ich das noch so als den breitesten Kanal meines Lebens verstehe, wo ich dann auch mal Screenshots von anderen Spielen reinhaue. Also da nicht ganz so viel Let's Play Makers 11 Inhalte, aber auch da könnt ihr theoretisch auch folgen. Alles steht bei YouTube in der Infobox und ich glaube, es ist auch verlinkt bei Twitch in diesen Dingern unter dem Bildschirm, irgendwie sowas. Ne? Aber das ist nicht so wichtig. Hauptsache, ihr seid jetzt hier da, das ist mega geil. Portuguese Boy ist da, Pessilite ist da, Mario Yen ist da, Sascha G4, jetzt kommen die ganzen Stammzuschauer. Wunderschön, Freunde. Also ich spiele ein bisschen auf Zeit, habe ich ja immer wieder gesagt, ne? Besonders auf Twitch, um den Leuten wenigstens die Chance zu geben, reinzukommen. Wer das hier auf YouTube sieht, ist nicht weniger cool, kann aber vorspulen. So dreckig es ist, aber dann spult halt vor, bis ich da hinten auf dem Sofa sitze und das Unboxing mache. Ich überlege gerade, wie machen wir das jetzt? Also, also den schwarzen Ball machen wir recht zum Schluss. Ich glaube, wir machen erstmal das Scouting. Das ist immer so am wenigsten geil und es ist am wenigsten Top-Spieler versprechen. Von daher ziehen wir erstmal alle meine 4 Sterne-Scouts für den heutigen Tag. Das sind nicht viele. Zweimal die englische Liga und durch das ganze Simulieren habe ich viel gekriegt. Ihr seht es unten, 68 Scouts mittlerweile zusammen, weil ich auch ehrlicherweise zu faul bin, die mittlerweile alle so gegen zu ziehen, abseits des Streams, ne? Und es ist immer viel Spannenderes dazwischen gekommen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so ganz langsam, Stück für Stück, so ein bisschen reinkommen in den Groove, in den Weihnachtsgeschenke-Modus. Und dann kommen vielleicht auch ein paar mehr Leute rein. Und dann gucken wir, ob wir gleich hier genügend Leute sind, um den Stream so richtig so in Flammen aufgehen zu lassen. Und nochmal an der Stelle der Hinweis, heute gibt es eine PS4 Legend Edition zu gewinnen. Ihr müsst nur die ganze Zeit da sein und dann keinen Kram von mir verpassen, keinen Kommentar, weil ich kommentiere diese 3x4er-Kombo für einen PS4-Code im Laufe des Streams immer weiter. Und ich sag euch aber fieserweise erst ganz zum Schluss, an welcher Stelle diese Vierer-Kombo der Dreier-Kombi jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Es wird nicht ganz einfach, nicht ganz billig. Ihr müsst aufmerksam sein. Vielleicht stelle ich auch noch Fragen, wer war 1933 deutscher Meister? Nur damit es jeder weiß. Unsere Heimat. Ihr wisst schon Bescheid. Okay, also wir ziehen den 1,85 super großen Scout zuerst. Brika. Ich glaube, dich lese ich zum ersten Mal im Stream. Kann das sein? Einen schönen guten Abend, schön, dass du reingefunden hast. So, ich habe hier Sound auf diesem nicht ganz gut sitzenden Headset. Wir fliegen nach Belgien, das kann doch alles sein. Ein bronzener Spieler, kann das sein? Von Standard Liège, Steven Miangue. Und der ist ein Linksverteidiger mit 1,92, immer schön und groß und gern gesehen. Ihr kennt mich mit meiner Viererkette hinten bei Fernando Santos, immer eher defensiv denkend.
nicht zu langsam. Wo ist die Physis? Hier ist eine 76 im Mützenansatz. 1,92, wie gesagt, ist gut. Interception hält ihn im Spiel. Steven Myangu. Und damit ist das schon fast ein sehr erfolgreicher Stream, weil selten bleiben Spieler hier ehrlicherweise hängen. Das wisst ihr. Das wisst ihr. Wir fliegen nach Afrika. Total musikalisch sind wir heute unterwegs. The rain's down in Africa. Italien, weißer Ball, leck mich am Arsch. Consenso Calcio, zweite italienische Liga. Kümmerliches Sechseck, einigermaßen flexible Mittelfeld. Den braucht, glaube ich, keiner, es sei denn, der hat jetzt die Player-Skills aus dem Himmel. Keinen einzigen Player-Skill, sofort aus dem Trainingslager geworfen, der Kollege. Richtig, ja, ich sag's ja, ich hab's glaube ich schon mal erwähnt, der ein oder andere, der super aufmerksam und super lange bei meinen Streams und meinen Videos und so dabei ist, ich bin ja im Social Media Marketing tätig. Ich kenne den Schmutz. Ich hätte nie gedacht, dass ich Leute auf Instagram erreiche, die dann tatsächlich sagen, hey, danke für die Info, ich bin gleich im Stream dabei und sie kommen dann tatsächlich, aber ich kenne den Schmutz. Ich kenne den Dreck mit Social Media. So, wo sind wir? Fast fertig? Jo, jetzt kommen nochmal dreimal hier irgendwelche Ligen. Oh, da gehen wir schon mal auf die 30 Zuschauer zu. Der große Buttigol-Push, da habe ich ja alles rausgehauen mit hey Leute, kommt und unterstützt, drückt die Daumen und es wird groß und es wird toll und es wurde toll. Da waren wir über 60, Freunde. Da müssen wir wieder hin. Wir müssen hier wieder richtig geil zusammen streamen. So, dann ziehe ich vielleicht auch den fußballspielenden Bruder von André Agassi. Jawohl, auch nicht so, auch nicht so großartig. Ja, hier, genau, super Typ. Box to Box. Freunde, mein Playing Style of Choice für die beiden Achter. Box to Box. Henderson, Wijnaldum, das waren goldene Zeiten. So, und keine Player Skills heißt keine Party. Einen schönen guten Abend, Falke. Auch mal wieder dabei. Du mauserst dich zum Stammzuschauer. Ich glaube, das kann ich dich mittlerweile nennen. Schön, dass du da bist. Am Ende der Videos soll ich immer sagen, wann das nächste Video folgt. Ja, Sascha, guter Vorschlag. Bei mir immer ein bisschen schwierig. Sage ich ja leider auch immer wieder. Bei mir ist das manchmal spontan, manchmal nicht so konstant möglich zu streamen. Also bei mir immer so die Hoffnung, hier sturmfrei zu haben. Darf ich nicht zu laut sagen, sonst kriege ich Ärger. Aber ich muss halt hier sturmfrei haben, um laut rumschreien zu dürfen. Und von daher ist das immer so ein bisschen auch abhängig von meiner Mitbewohnerin, die auch meinen Ring am Finger trägt. Aber ja, jetzt auf jeden Fall Weihnachtszeit, man möchte es kaum glauben, könnte ich ein bisschen aktiver werden und das möchte ich zumindest schon mal andeuten. Deswegen aber auch umso mehr die Bitte, eigentlich fast schon die Bitte, folgt mir auch auf Twitter, von mir aus auch auf Instagram oder guckt einfach jeden Tag in meinen Twitch-Kanal, ob der Typ live ist. Aber ich mache immer Ankündigungen, also ich bin nie live im Sinne von, oh, übrigens jetzt in 3 Minuten live. Nein, also halben Tag Vorlauf habe ich da meistens schon und dann seid ihr auf Twitter immer am besten mit dabei. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt, wo ich gerade Twitter sage? Ich habe vergessen, auf Twitter zu sagen, dass ich live bin. Also dieses jetzt live habe ich vergessen. Ich habe auf Twitter natürlich gesagt, heute 18:15. So, das haben wir. Einmal kurz an den PC gegangen. Ne? Nicht erschrecken, dass ich aus dem Bild bin. So, und ich kommentiere euch auch einmal die YouTube-Playlist. Ja, für jeden, der jetzt hier auf Twitch so reinkommt und so denkt so, boah, nee, wenn du unregelmäßig streamst, da habe ich keinen Bock drauf, ich verpasst so viel. Auf YouTube 1:1 hochgeladen. Wird immer, also ihr verpasst auf YouTube nichts. Also da könnt ihr nachholen, auch kommentieren. Ich bin überall aktiv, ne? Ihr seid noch so eine kleine, schnucklige Community. Alles kriegt ihr, ihr kriegt auf alles eine Antwort, es sei denn, ihr seid doof. Aber ihr kriegt fast auf alles eine Antwort. Hier, Twitch-App auf dem Handy. Ich höre und lese euch. Alles gut? Wir haben Spaß. Und ja, wie gesagt, ich kann euch nur motivieren, wenn euch das hier Spaß macht, so sehr wie es mir Spaß macht. Lasst ein Abo da, dann haben wir zusammen Spaß. Ich fühle mich gut, kann meiner Mutter morgen am Heiligen Abend erzählen. Guck mal hier, 700 Follower und so, wie geil bin ich denn? Und irgendwann kann ich vielleicht bei 700.000 Abonnenten sagen, ich mache das hauptberuflich. Gronkh, geh kacken. Also von daher. So, Falke sagt es auch schon richtig, genau. Ihr seid alle schon ein bisschen heiß auf diese Legenden, ne? Ich kann mit den Legenden, die gucken wir gleich mal an, die Box. Aber ich kann mit den Legenden ehrlicherweise null anfangen. Also das ist keine Liebe, keine Erotik wie bei Buttigol, aber ich glaube, das wäre auch schwer machbar. So, also, YouTube-Playlist verlinkt. Auch da gerne ein Abo da, das noch nicht zu verpassen. Jetzt haben wir englische Liga. Achtung! Ist das spannend! Weißer Ball von Birmingham City, zweite Liga. Oh, es ist immerhin ein 69er, der hat berechtigten Grund zur Hoffnung, nicht sofort wegsimuliert zu werden. Klassisch. Oh, der kann auf der. Oh, der kann alles auf der Achse spielen. Guter Fußballer. Jetzt sind die Player-Skills aber alles Ach du Scheiße, ey. No Player-Skills, no bet in the Trainingslager of the Let's Playmakers. War's das? Nein, einen englischen Scout haben wir noch. Schade, ist echt schade. So flexible Spieler sind super wichtig. Ja, Portuguese Boy, hast du recht. Wenn ich nur weiter PES streame, werde ich nicht so groß wie Gronkh. Aber den Bart habe ich schon mal. Die Fülle auch nicht, aber den Bart.
Egal. Und es ist der zweite weiße Ball. Das ist nicht überraschend, seien wir ganz ehrlich. Es ist ein 60er. Vielleicht in drei Pässe hat der eine 69, der Gabriel. Aber so kannst du kacken gehen. Okay, pass auf. Das war Scouting. Das war okay und es war normal, war zu erwarten. Diese Mütze nervt, Freunde. Ne? Dieser Special Effekt hier zum Weihnachtsstream. Oh, habe ich mir damit einen Gefallen, tu. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß, ne? Hauptsache, ihr habt Spaß. Viera, Sascha, hast du vollkommen recht. Sascha ist ein toller ZDM. Ja, du bist echt ein cooler Typ. Viera ist ein toller ZDM. Komplett. Super Spieler, aber er ist ein Ticken zu stark für mich, um in die Vier-Sterne-Mannschaft zu passen, neben dann noch ein paar anderen 90ern. Und ihn doppelt zu haben, hilft mir gar nichts, weil ich ihn auch beim dritten Viera nicht abstoßen würde. Also ich bräuchte viermal Viera, um von ihm was zu haben. Also war doppelt sehr enttäuschend. Seien wir ganz ehrlich. Also sollte ich den in der Box heute ziehen, wäre nochmal Horror. Weil dann müsste ich ihn in der Box, dann müsste ich die Box resetten, um die nochmal zu öffnen. Aber okay. So, pass auf, wir haben das Scouting fertig, Freunde. Wir sind zu 30. Das ist schon mal so dieses, seien wir ehrlich, dieses kleine Minimalziel. Nicht weniger werden als im Schnitt. Schön, dass ihr alle da seid an diesem 23.12. An diesem fast heiligen Abend. Mal gucken, wie heilig wir ihn kriegen. Lalalala. Okay, pass auf. Was machen wir denn weiter? Also, wir haben garantiert einen schwarzen Ball. Lass mal hier reingucken. Also, wir haben einen garantierten schwarzen Ball. Der ist dann hier drin wahrscheinlich. Nee, das ist nur die Box. Beim Special Agent wahrscheinlich, ne? Jawohl. Also, den ziehen wir zum Schluss. Zum absoluten Schluss der administrativen Phase. Vielleicht sind dann noch drei Leute mehr dabei. Die Collectors Box. Schauen wir sie uns mal an. Ihr habt nachher die Entscheidung. Top Agent mit 2,9% Chance auf schwarzen Ball. Oder hier 10% Chance. 450 Spieler mittlerweile drin. Beim Batigol-Push vor einer Woche waren es nur 300. Ne? Also schau mal, die 10% Chance bleibt, aber es sind mehr schwarze Bälle drin. Ob das jetzt gut ist im Vergleich zu den mehreren Silberbällen, sei mal dahingestellt. Wir gucken mal rein und analysieren. List of Targets. Jawohl, Oli Kahn ist drin. Da bleibe ich nach wie vor bei, wenn ich den ziehe, gruselig. Die Ronaldinho Prime oder die beiden wären gar nicht so scheiße. Das wäre absoluter Horror. Und dann kommen ja ganz andere Kandidaten, ne? Hier, dann wird es schon grützig. Und dann wird's, und da fehlt auch lange ein Wappen. Und dann kommt hier Usman, den ich nicht haben will. Auf gar keinen Fall. Außenstürmer brauche ich bei Fernando Santos nicht. Der wäre, glaube ich, auch Kandidat für dreimal gleich einlösen für Neymar oder was. Keine Ahnung. So, haben wir hier natürlich noch viele, ne, Verbrecher. Die wären alle, natürlich ist es Tiefe im Kader. Die würden mir alle gut tun, keine Frage. So, dann haben wir Longley. Den will ich auch nicht abstoßen. Bitte nicht doppelt ziehen. Und dann kommen auch schon hier wieder zwei Manchester-Legenden. Und ich bin also eigentlich ein Freund von Manchester United. Ne? Früher, ich habe mich sogar gefreut, als die damals den Bayern diese zwei Tore in zwei Minuten in der Nachspielzeit eingeschenkt haben. Damals noch eher Hardcore-Fan wegen Ryan Giggs und so. Aber gerade mit den Zweien kann ich nicht viel anfangen, ehrlicherweise. Auch keine Emotion. Ryan Giggs wäre Kategorie Batistuta. Das wäre, oh mein Gott, Trikot anziehen, Tränen in den Augen und Batistuta und Giggs ziehen. Aber der ist ja scheinbar nicht greifbar, ne? Das zum einen. So, wen haben wir denn da? Dele Alli möchte ich nicht eintauschen, bitte nicht doppelt ziehen. Torreira würde ich wahrscheinlich sogar drüber nachdenken, einzutauschen, wenn ich den, aber den habe ich erst einmal. Arthur beim letzten Mal schon gezogen. Trent Alexander-Arnold würde ich, glaube ich, auch eintauschen, weil der ist mir zu offensiv eigentlich. Der ist zu schwach in der Defensive als Außenverteidiger. Aber auch habe ich auch nur einmal, ne? Pavon letztens gezogen. Also dann kommt Akanji, guck mal hier. Dann kommen hier so ein paar. Haben wir Jay Gomez, absoluter König. Absolut super goldener Verteidiger. Der ist, glaube ich, mittlerweile bei mir eine 87, weil ich den nur einsetze. Jay Gomez, mega geil. So, dann wird es immer schwächer. Und jetzt kommt irgendwann, ja, den auch, würde ich auch eintauschen. Habe ich aber auch nur einmal. Hier Frisur des Jahres scheinbar. Okay. Maxi Eggestein letztens gezogen. Ja, alles nicht so überragend. Ja, die helfen mir alle nichts. So, und jetzt. Das ist, die silbernen Typen sind eher wichtig, weil da habe ich schon den einen oder anderen doppelt. So, hier, nee, nee. Und wenn die Möglichkeit auf den dritten silbernen Spieler bestünde, das wäre sehr geil. Dann habe ich Bock auf die, ich richtig Bock auf die Box. Dann habe ich richtig, nee, nee, nee. Nee. Ihr wisst, auf wen ich schiele eigentlich, ne? Auf Soteldo. Der ist diesmal nicht dabei. Das ist schlecht. Kenne ich nicht. Habe ich überhaupt noch silberne Spieler doppelt? Clinton, Hillary Clinton, Angie. Den müsste ich eigentlich mehr pushen als mit simulieren, weil der hat irgendwie perfekten Antritt und hat auch geile Player-Skills. Der wäre ein sehr unangenehmer Stürmer. Foki, ja, jetzt. Ja, hier.
Stevens, haben wir doppelt vom ersten Batistuta-Push, damals mit erspielten MyClub-Coins, 3000 an der Zahl. Stevens wäre geil. Ich glaube, ich habe so den einen oder anderen. Und nee, ich glaube, den habe ich nicht drei, doppelt. Den habe ich, glaube ich, doppelt. Und ich bin. Oh, guck mal hier, das ist doch hier. Man kann, Jeremy Toljan ist das doch, ne? Das sieht man hier kaum. Es ist Jeremy Toljan, guck mal. Von Sassuolo Dingensbums. Wisst ihr was, um das Ganze mal aufzulösen? Ich gucke jetzt einfach mal hier in meine Duplikate. Hier ist das doch irgendwo, ne? Da, Trade. Gucken wir mal rein. Schönen guten Abend, Cranky Panky. Schönen guten Abend, Stefan. Jawohl, schön, dass ihr dabei seid. Bukowski, guck mal. Schön, dass du auch reingefunden hast. Auch so einer aus der Kategorie Instagram. Ja, schön, dass das geholfen hat. Also, wir haben mal doppelt. Virgil van Dijk will ich nicht eintauschen. Mbappé, seien wir ehrlich, den tauscht niemand ein. Den Kollegen hier würde ich, glaube ich, sogar eintauschen. Ja. Amrabat würde ich eintauschen. Der war aber auch nicht in der Box. Klostermann eher, auch weil er bei, obwohl er bei Hurenball Leipzig spielt. Leider ein sehr guter Rechtsverteidiger mit auch Innenverteidiger Möglichkeit. Der Kollege wäre sofort weg vom Fenster. Claudio Bravo wäre sofort weg vom Fenster. Er hier Zähne knirschen, drüber nachdenken. Eigentlich ein super offensiver Mittelfeldspieler. Stevens, wie gesagt, sofort weg. Und Mevlut Erdinç, ex-Hannover, mittlerweile, keine Ahnung, irgendwo Türkei, glaube ich. Auch sehr gute Karte, auch Zähneknirschen. Müsste man gucken. Also richtig viel, also eigentlich ist er nur er hier in der Verlosung, um weg zu duplikatisieren. Ansonsten sind, glaube ich, auch gar, ist auch gar keiner mehr in der Box gewesen, der da in Frage kommt. Leider nicht. Warte mal. Achso, Patrick Vieira haben wir gesagt. Ich wollte schon sagen, Patrick Vieira, genau. Patrick Vieira ist doppelt in der Box und wäre der Dritte und ich will ihn ja gar nicht eintauschen. Von daher, ja, schauen wir mal. Okay, so, das heißt, jetzt brauche ich eure Entscheidung. Ja, an den Geschätzten jetzt schon hier. Verfügbar seienden Rat der Let's Playmakers 11. Was machen wir? Machen wir Boxen oder machen wir Boxen hier oder machen wir hier diese Agents, diese Top Agents? 10% versus 2% schwarzer Ball, das vielleicht so als Haupt-Key-Fact mal aufgesagt. Freunde, wie sieht's aus? Box, ja, das ist schon der zweite, der Box sagt, ich glaube, da sind wir einer Meinung, das ist zielführender. Das heißt, wir starten mit der Collectors Box einmal, weil ich die im letzten Stream gewonnen, aber mit euch nicht eingelöst habe. War ich wieder zu hektisch beim Rausgehen aus dem Stream? Vielleicht stand auch schon jemand in der Tür, ich weiß es nicht. Aber dann ist das quasi das Verdienst vom letzten Stream. Das heißt, wir öffnen sie jetzt einmal und für jeden Sieg, der heute noch folgt. Natürlich wird hier noch virtueller Fußball gespielt. Dann öffnen wir das Paket von Konami, das Weihnachtsgeschenk, ja, das Unboxing. Dann gibt es noch die garantierte schwarze, den garantierten schwarzen Ball als irgendwie Christmas-Geschenk hier für MyClub. Und dann, glaube ich, können wir endlich virtuellen Fußball spielen. So machen wir's. Auf geht's. Drei Spieler für 25.000. Jetzt Arschbacken zusammen. Alles drin, Freunde. Alles drin. Vielleicht kommt jetzt sofort dieser silberne Innenverteidiger. Dann haben wir da Ruhe. Auf geht's. Keine Legende, aber wir fliegen nach England. Aber das ist ja auch normal. Goldener Ball von Arsenal. War das die 10? Oh Gott, es war die 10. Ich glaube, es war tatsächlich die 10, oder? Ist die 11, also nicht Özil. Oder hat er die 11? Es ist der zweite Lucas Torreira. Ja, das bringt ihn in die Gesellschaft von Oxlade-Chamberlain, der theoretisch ja auch auf Kippe steht, wenn man ihn dreimal hätte. Ja, ist eine gute Karte, aber ist mir eigentlich viel zu klein für die 6. Ihr kennt meine Ansagen bei 6ern, da muss auch eine 1,90 sein und so eine Riesenlatte, die dann da alle Kopfbälle auch abfängt im Tiefmittelfeld. Auf der 8 als defensive Variante, super geil. Und ich habe den mittlerweile, glaube ich, auch auf 87 hochgenutzt. Dann hätte ich jetzt aber wenigstens als Alternative, wenn er eine gute, naja, guck hier, dann könnte ich, wenn er zu gut ist, als 87er ihn erstmal nehmen, bis er wieder hochgelevelt ist. So, in jedem Fall, ja, bestmöglicher Goldball, wir können es feiern. Hat aber jetzt auch noch die Chance, dass wir weitere 84er, 83er, doch weitere Goldbälle im Pack haben. Erstmal hat er ein schönes Trikot an, seht ihr doch ähnlich, ne? Jawohl, Achtung. Und es gibt noch Fraser und Eduardo Sascha, den wir jetzt auch zum, glaube ich, oder habe ich den mittlerweile abgestoßen, weil er keine Player-Skills hat. Den hatte ich jedenfalls ganz, ganz zu Beginn. Den Typen kennen wir. Jawohl, wir gucken uns Lucas Torreira gar nicht erst an. Wir wissen, der wird bleiben. Fraser, den hatte ich im letzten Pass. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den als Läufer ist er ja sowieso auf den Flügeln, ob ich den als Scout-Kombi geholt hatte oder ob ich den nur so gezogen hatte. Der war aber auf jeden Fall kein Goldball. Also schon mal eine geile Entwicklung genommen. Entschuldigung. Sehr schnell, gut am Ball, alles klar. Ach du Scheiße, 1,63. Achtung. Acrobatic Finish, Weighted Pass, Pinpoint Crossing. Long und der wird bleiben.
Aber mit Abstrichen halt nur auf der Zentrumachse 10 und hängende 11 oder so, ne? Hängende Spitze. Bleibt erstmal. Wir müssen ja nicht immer, also ne, Fernando Santos in allen Ehren, wenn der irgendwann abgesägt wird und ich habe Außenbahnspieler, habe ich kein Material. Also bleibt der. Hier kommt der angesprochene Eduardo. Der kann auf der 10 und auf der hängenden 11 spielen. Das ist schon mal geil. Sehr gut. Doppelt einsetzbar. Auch ein guter Kicker in die Player-Skills, glaube ich, waren der Grund, warum ich ihn abgestoßen habe. Jawohl. Zum zweiten Mal. Tschüss, Eduardo Sascha. Ansonsten, ja, solides Pack. Tut nicht weh. Wie viel simuliere ich wöchentlich? Also, ich habe da kein Gefühl mehr, aber ich möchte fast sagen, ich bin immer noch so in dieser Vollgasphase seit Release. Ich simuliere tatsächlich fast rund um die Uhr, wenn ich zu Hause bin, aber nicht selber spiele. Da kommen, glaube ich, schon so ein paar Partien pro Tag zustande. Also, wenn der Fernseher frei ist und die Konsole frei ist und ich vielleicht am PC sitze, arbeite, abhänge, esse, trinke und so weiter, läuft die Konsole trotzdem. Ja, das ist Stromverbrauch Deluxe, ich weiß. Was ein schöner Bommel hier. Ich simuliere mir den Arsch ab, ganz ehrlich. Und ich nutze das zum einen für die GP, ja. Man muss ja auf Batistuta Push vorbereitet sein. Aber zum anderen halt auch für die Scouts und für das auf 99 Team-Chibi bringen und auf das Leveln für die ganzen weißen und bronzenen Bälle. Weil dann werden die geiler. Und dann habe ich irgendwann ein Team, das ist dann 2-Sterne-Dominatoren lauter Bronzebälle. Haben aber dafür geile Player-Skills, darauf achte ich ja. Okay, so, das heißt, das war die Box als Belohnung vom letzten Mal. So, jetzt gehe ich hier nach hinten. Abo dalassen, wenn es gefällt. Habe ich das schon gesagt? Jawohl. Abo dalassen, wenn es gefällt, Freunde. Egal ob auf Twitch jetzt hier live, auf YouTube, auf Twitter oder Instagram. Egal. Ich freue mich über jeden Support. Das wisst ihr. Weihnachts-Special-Sendung, Sonic. Jawohl. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Heute Weihnachts-Special-Sendung im legendären Eric Tommy oder auch nur Toni Turek-Trikot. So, ich lege das hier einmal kurz weg. Denn jetzt ist mal kurz Obacht. Also. So, was soll ich zu dieser Box sagen? Konami hat mir ein kleines Weihnachtspaket geschenkt. Mein Mund wird schon trocken, weil ich so viel gelabert habe. Und Konami, und das sage ich jetzt, wo wir viele sind, oder einigermaßen viele sind, ich verlose auch noch den PS4-Code heute. Ne? Nicht weggehen. Gleich kommt der erste 4-Ziffern-Block von dreien. Ihr kennt das. PES4, Spielecodes, 4 Ziffern mal 3 in die richtige Ordnung, gleich geil. PS4 Legend Edition, hier heute live auf Twitch zu gewinnen. Wer das jetzt auf YouTube sieht, es tut mir leid. Abo dalassen, um beim nächsten Mal, ich habe keine Ahnung, nicht auf YouTube, auf Twitch, heute live. So, das hat mir Konami geschenkt, damit ich das an meine tolle Community verlosen kann. Die kriegen das ja mit. Und weil die das hier mitbekommen, wie viel Spaß wir zusammen haben und weil ihr auch ein paar Leute mehr seid in den letzten Wochen und Monaten, nicht mehr so wenige wie bei PES 2016, wo ich angefangen habe, kriege ich von Konami mittlerweile auch so kleine Merchandise-Packs, weil die denken so, boah, der Let's Playmaker ist ein cooler Typ. Und deswegen erstmal danke an Konami. Ja, die kriegen mit, was ich hier streame und finden das, glaube ich, nicht so scheiße. Dementsprechend danke Konami für die Aufmerksamkeiten. Nicht nur die, auch die Codes und die E-Mails und die Liebe und die Unterstützung. So, aber dann im gleichen Atemzug möchte ich genauso sagen, danke an euch alle. Da, ich zeige genau auf dich. Ich weiß, wer du bist. Also fast, glaube ich, hoffe ich. Wenn ihr nicht zuschauen würdet, wenn ihr nicht so fleißig kommentieren würdet und das hier alles besonders machen würdet, würde ich nicht die Lust haben, so zu streamen. Ich wollte schon sagen, so häufig, aber es könnte eigentlich mehr sein, habt ihr recht. Oder könnte mehr sein, haben andere recht. Aber dann würde Konami auch nicht mitbekommen, wenn ich streame. Ne? Wenn ich vor irgendwie 5 Leuten streame, ist halt auch nicht so geil. Und dann würden die mich auch nicht so wahrnehmen. Also, erstmal ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr so zahlreich die Treue haltet. Ne? Wir sind mittlerweile im 33. Stream. Und der eine oder andere von euch, wir haben ja letztens, glaube ich, sogar drüber geredet, ist schon deutlich länger dabei als nur PES 2020. Also, in PES 2020 haben wir einen kleinen Anstieg genommen. Mal so aus dem Maschinenraum gesprochen, ja, deutlich mehr Leute im Stream und die YouTube-Videos und so, deutlich mehr. Aber manche von euch sind da schon deutlich länger dabei und kriegen das auch schon so mit. Und das ist cool, das ist super und es freut mich und danke für den Support. Und deswegen, so halb Wahrheit, verlose ich das auch an euch, weil ihr so treu seid. Ja, die ganze Wahrheit ist, es ist kein wirkliches Unboxing in dem Sinne, weil ich habe schon mal reingeguckt. Ich wollte jetzt nicht, dass da was drin ist, was vielleicht nur für meine Augen bestimmt ist, PES 2021 Alpha Code oder so. Wer weiß das schon. Aber nein, es waren ganz viele Merchandise-Artikel drin und es war kein Merchandise-Artikel exklusiv drin. Das heißt, nicht einmalig nur drin. Das heißt, alles mit L- und M-Größe. Dementsprechend habe ich rausgenommen, was ich behalten möchte und das war ein T-Shirt, ein Hoodie in meiner Größe und alles andere habe ich hier wieder reingepackt. Und das verlosen wir jetzt. So, ihr seht also jetzt, was wirklich drin war und
Dann werde ich diese Box im nächsten Stream, heute gibt es die PS4 Edition, seid nicht gierig, im nächsten Stream, also das vielleicht so als Anreiz, wieder dabei zu bleiben und Abos zu lassen, im nächsten Stream verlosen wir diese geile Weihnachtsbox und der nächste Stream ist auf jeden Fall vorm Jahreswechsel. So viel verspreche ich schon mal. Ich habe eigentlich möchte ich am 25. wieder streamen, aber wer weiß, wie das hier so passiert, Familie und Freunde und so. Also auf jeden Fall vor Jahreswechsel. Seid auf jeden Fall dabei. Dann gibt es diese Box zu gewinnen. Und in dieser Box ist, was in dieser Box nicht drin ist, ist ein Steam-Code von PES 2020. Und den werde ich dann auf einen Zettel schreiben und hier noch beilegen. Das heißt, das wird die ultimativ geilste Fanbox. So, jetzt sehe ich die ganze Zeit, wie ihr da oben so klickt. Wie ihr kommentiert hier oben rechts. Und ich kann nicht drauf eingehen. So, pass mal auf. So. FIFA Monster hat Fanartikel bekommen. Was? FIFA, was? Was mache ich ohne Ansage? Was mache ich? Was? Boah, ihr schreibt. Boah, jetzt habt ihr viel geschrieben, Freunde. Was ist denn los? Ja, ich komme nicht mehr hinterher. Jetzt habe ich leider zu viel gelabert. Der Hoodie ist nice, genau. FIFA Monster hat auch noch eine Belohnung bekommen. Das ist ja super. Ja, das ist natürlich geil. Kracher, du hast es geschafft. Guck mal, schön, dass du es geschafft hast. Hast dich noch beschwert, dass es zu früh ist. Aber, ja. Schön, dass du wieder reingefunden hast. So, pass auf, jetzt habe ich alles aufgesagt. Ich habe den Anschluss hier nicht mehr gefunden. Aber hier, der ein oder andere hat Danke gesagt. Also ich habe zu danken. Also wir danken uns gegenseitig. Ich mache von mir aus unterhaltsamen Content, finde ich gut. Macht mir aber auch nur Spaß, weil ihr so zahlreich da seid. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Also, pass mal auf, hier. Mütze. Die ist normal. Das ist nichts Besonderes. Aber es ist eine PES-Mütze. Also wenn ihr wirklich da draußen rumlaufen wollt, nicht mit so einer Bommelmütze, mit einer PES-Mütze. Ich habe die selber noch mal. Ich habe die, glaube ich, auf der Gamescom bekommen. Dann habt ihr jetzt eine Mütze. Mega okay. So, jetzt wird's richtig. Also dann haben wir hier so ein Pier so. Guck mal hier, so Schlüsselanhänger. Ich weiß nicht mal, was das wirklich ist. Oder so. Vielleicht doch hier vorne. So, die Mütze mal weg. Ist das hier besser? Doch besser? Hier so, guck mal hier. So, oder sind das so Kühlschrankdinger? Weiß ich ehrlicherweise nicht. Kommt erstmal weg. So, die Mütze nochmal in Nahaufnahme. Wenn ihr sie so vorm Gesicht tragt, habt ihr vielleicht einen Vorteil. Ihr wisst, wie ich das meine. Hier, geile Mütze. So, jetzt. Nochmal so ein Ding. Also, falls ihr auch ein Gewinnspiel auf eurem Stream machen wollt, habt ihr genug Material. So, jetzt, pass auf. Jetzt wird's richtig geil. Achtung. Was ist hier drin? Na, man kann's kaum sehen. Oh, guck mal hier. Eine Winning 11. Ne, ist eine PES, ne? Ist eine PES-Uhr. Ja, schon. Also, da wird schon edler, Freunde. Ne? Da wird schon edler. Ja, das kriegt man nur ab 500 Abos. Ich habe nicht mal 500 Abos, glaube ich. Also jeder, der jetzt noch ein Abo dalassen könnte, geh mal steil hier. Finde ich geil, mega gut. So, dann wird's schön. Dann wird's richtig schön. Das hatte ich auf der Gamescom, glaube ich, schon gesehen. Ein PES-T-Shirt. Guck mal hier. Ja, was ist da drauf? Wie sieht man das? Einfach nur so ein bisschen... Ja, ist gar nicht so schlecht verarbeitet. So, hier PES 20. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Also wer hier richtiger Edelfan ist. Und dann... Dann wird's richtig edel. Guck mal hier, ich habe es noch original verpackt gelassen, weil ich meins ja ausgepackt habe. Habe ich jetzt leider im Schrank, hätte ich eigentlich anziehen sollen. Nochmal so ein T-Shirt. Hier so mit PES-Logo, mit ein bisschen Verzierung an den Schultern. Das ist gar nicht so scheiße. Da würde ich mich nicht mal schämen, mit draußen rumzulaufen. Und vielleicht höre ich irgendwann auf mit diesem Alibi-Trikot-Anziehen der glorreichen Fortuna, weil wir wissen alle, Abstiegskampf Deluxe. Vielleicht ziehe ich irgendwann auch mal PES-Merch an. Ne? Also was ich zum Anfang bekomme, da hinten ist es. Dieses Trikot ist leider nicht nochmal dabei. Das hätte ich euch gerne auch geschenkt, weil das finde ich richtig cool. Es ist zu klein zum Anziehen. Aber das war leider nicht nochmal dabei. Das habe ich ja zum Start bekommen. Also, ne? Konami nimmt mich schon was länger wahr. So, das heißt, jetzt habe ich wieder... Wo ist euer... Ihr feiert das hoffentlich richtig ab, was ich hier Geiles bekomme. Oder Kissenbezug. Ja, so sieht's aus. PES-T-Shirt zum Spaghetti Bolognese. Geht richtig ab. Genau. Und dann streame mit dem Ding. Wenn du dann hier so die Flecken hast, dann kannst du Handyhalter... Bist du sicher, dass das ein Handy... Kann man das Handy anlehnen? Hä, wie soll das denn gehen? Ach du Scheiße, das kommt so hinten ans Handy dran und dann kann man das irgendwie so greifen oder was? Dann hat man das Handy hier so vorne. Okay. Nee, habe ich noch nie Verwendung für gehabt. Okay, wieder was gelernt fürs Handy, okay. Ja, okay. Das ist alles Größe M. Also wenn jetzt hier lauter wuchtige Menschen in meinem Stream sind, die sagen, ab XL aufwärts würde ich mich nur freuen. Dann tut's mir leid, die L-Dinger will ich behalten. Ja, tut mir leid. Ja, aber okay, wie gesagt. Warte mal, Kracher, hab heute alle meine Informs-Übungsleitern gemacht. 5 Sterne ist nichts für mich, zurück zu Silber- und Goldteams. Jawohl, Kracher, sehr gute Ansage.
auch wenn ich mich in 4 Sterne verliebt habe, warum auch nicht? Wieder zurück zu 1, 2, 3 Sternen und steil gehen. Darf ich einen Code posten? Ist von einem Kumpel, der nicht online spielt. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Was für ein Code soll das denn genau sein? Ein Spielecode, denn ich, also. Naja, okay. Also, solange hier kein Schmutz in meinem Stream gepostet wird, würde ich da jetzt auch nicht eingreifen. Also gerne posten, gerne nochmal exklusiv sagen, was das wirklich ist. Und dann können sich die Leute ja gerne draufstürzen. Okay, das war unser Unboxing. Mann, war das episch. Also ihr wisst Bescheid, es gibt T-Shirts zu gewinnen, es gibt 2 T-Shirts zu gewinnen, eine Mütze, anscheinend Handyhalter, eine Uhr. Und das alles im nächsten Stream, ja, Freunde, das ist die klare Ansage. Im nächsten Stream müsst ihr dabei sein. Und der ist vielleicht am 25., ganz sicher aber noch in diesem Jahr. Geile Sachen von PES zu gewinnen. Und wenn ihr euch sie nur an die Wand nagelt oder weiter verlost, Hauptsache ihr nehmt am Gewinnspiel teil. Und wie ich es ja eben gesagt habe, es kommt noch ein Code für die Steam-Version on top. Ja, heute PS4 Legend Edition und beim nächsten Mal Merchandise-Box und Steam-Version. So, jetzt ist hier einmal kurz Dings weggelegt hier, das Handy. Und jetzt kommt der erste von 3 Hinweisen auf die PS4 Legend Edition. Also, Augen auf im Chat. So, das sind die ersten 4 Ziffern von 12. Und wann genau die im Einlöseverfahren genutzt werden können, sage ich euch natürlich erst am Ende, damit ihr auch all die Stunden mit mir hier durchhalten müsst. Jawohl, PS4 Legend Edition. So, jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Was haben wir gesagt? Wir machen die Legend. Unboxing ist da. Jetzt kommt der finale Abschluss des administrativen Teiles, bevor wir endlich virtuellen Fußball spielen können. Boah, ist das hier lästig beim Let's Playmaker. Nur am Labern. Schwarzer Ball. Was kann dieser schwarze Ball? Wir schauen rein. Was gibt es hier an garantierten schwarzen Ball? Qualität. Doppelter Messi, bitte nicht. Dritter Van Dijk, bitte nicht. Doppelter Piqué, bitte nicht. Dritter Mbappé, bitte nicht. Doppelter Ederson zum Kotzen. Doppelter Kroos, bitte nicht. Koulibaly, bitte nicht. Oh, da ist so viel Potenzial, mir heute wieder auf den Sack zu gehen. Ihr habt es mitbekommen, ne? Von 5 Legenden ist es der doppelte Vieira geworden und sonst keiner. Fernandinho, bitte nicht. Dembélé, der Zweite, das wäre dann so perspektivisch vielleicht sogar okay. Diego Costa ist sowas von gesetzt, der Beast-Modus. Jorginho hat sich gut eingespielt. Longley ist ein guter. Ja, also da gibt es einige Kandidaten, die wir schon haben. Aber seien wir ehrlich, geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins schwarze Maul. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Schönen guten Abend, Florinios. Schön, dass du wieder reingefunden hast. Garantierter schwarzer Ball. Auf geht's. Wo fliegen wir hin? Erster Indikator. Achso, das ist wieder alles so komplett Englisch, ne? Deswegen Boxing Day und so. Arsenal, schwarzer Ball. Oh, schwarzer, David Luiz oder was, von der Frisur her, der ist ein schwarzer Ball, David Luiz, tatsächlich. Das hieße Innenverteidigung, ihr wisst ja, wie sehr ich abfahre, auch in der 4-Sterne-Mannschaft immer auf jeden Fall hinten im Zentrum gut besetzt zu sein, der ist mit 1,89 schon mal gut. Der hat bestimmt Acrobatic Clearance und so Geschichten, also eigentlich ja jetzt vom ersten Gefühl her ein guter. Kann auch im ZDM spielen, auch nicht verkehrt. Ja, Achtung, Physis. Oh, das ist noch gelb hier, oder? Das ist nur eine 3. Da. Nur eine 83 bei Physis, das nervt mich schon wieder. Ja, aggressive und so ist nicht verkehrt. Die Player Skills entscheiden es jetzt. Through Passing, Weighted Pass hilft mir alles nicht. Acrobatic Clear, Fighting Spirit, Heading. Ja, natürlich bleibt er, okay. David Luiz, Ladies and Gentlemen. Unser geschenkter schwarzer Ball. Tingel, Tangel, Bob. Jawohl, so sieht's aus. Ist mir zu langsam, ja. Gut, muss man dann schauen. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der zu grützig ist, aber das werden wir vielleicht bei Zeiten sehen. Witzel war jetzt, glaube ich, gar nicht in der Boxkaiser, aber klar, der ist, glaube ich, brauchbar. Kanté, ich glaube, der ist mir wieder zu klein für ZDM, der wäre eher so ein defensiver Achter. Aber gut, was wir an dieser Stelle natürlich auch wieder gerne machen können, zum einen verratet mir gerne nochmal oder wieder, welche freie Legende habt ihr letzte Woche gezogen. Da haben sich einige Leute auf YouTube zumindest, oder hier auch, ja, in Twitch, beim Twitch-Stream auch, auf YouTube auch, das war super. Welche Legende habt ihr gezogen? Und gerne jetzt auch zu dem schwarzen Ball die Frage, wen habt ihr
dargezogen. Ich meine, da ist die Auswahl deutlich größer gewesen, aber würde mich auch mal interessieren, welchen schwarzen Ball habt ihr geschenkt bekommen? Ja, und dann sind wir durch für den administrativen Teil, können jetzt endlich zum virtuellen Fußball gehen, werden hier natürlich wieder versuchen, die 900 Rating-Punkte zu verteidigen. Und jetzt gucken wir mal rein. Batistuta gezogen, lese ich immer wieder gerne. Timo Werner gezogen, Umtiti, Mané, ja, Mané ist unangenehm. Sehr schön, schwer zu verteidigen. Das sind doch mal ein paar geile Namen. Also wer auch Batistuta gezogen hat, dem kann man nur beglückwünschen. So, sorry, gerade mal kurz das Mikro ausgemacht. Die Katze rastet aus. Ich habe gesagt, während der Streamzeit kein Futter. Aber okay, Gegner ist noch nicht gefunden. Das ist so die übliche Krankheit. Ich bin mal gespannt. Road to 1K. Also sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube, das Höchste, was ich hatte, war 930 oder so. Und dann ist ja ein Unentschieden schon wieder minus 6 Punkte und so. Das ist sehr schwierig. Also von daher, ja, das ist, glaube ich, die 1000 Punkte in PES noch nie geschafft, seitdem es MyClub gibt. Ja, der erste Gegner ist gefunden, das ist schön. Ronaldinho gezogen. Ronaldinho Prime ist natürlich nochmal eine andere Hausmarke als Ronaldinho 45 Jahre alt, den man geschenkt bekommen hat zum Start. Von daher, den hätte ich dann im zweiten Eindruck doch auch gerne oder lieber gezogen als Vieira, klar. Hugo Lloris ist gefallen im schwarzen Ball. Icardi, ja, ich halte halt von Schwarzball. Torhüter nicht viel, mir reicht mein perverser silberner Ball, der Bernardoni. Auch für mein Vier-Sterne-Team. Ich glaube, ich würde auch nicht zwingend auf einen Schwarzball-Torwart setzen. Jawohl, doch, bei 5 Sterne, klar, da kannst du ja Open End. Das wäre ja sonst blöd. Aber ja, da würde ich mich eher ärgern, wenn es dann Kahn wird. Loris, Ter Stegen, whatever. So, kommentatieren hier machen wir aus. Dann übernehmen wir wieder selber. Was hat er für eine Truppe? Vardy, Dybala, Asensio. 98 nur Teamchemie. Also da geht einer jetzt nicht so hart steil auf den Außen. Tierney nicht so gut besetzt. Ja, gucken wir mal. Was sagen denn unsere Pfeile? Ihr kennt das Spiel. Türkiser Pfeil nach oben muss spielen. André Ayew spielt. Muss spielen. Ansonsten sind wir alle gut drauf. Boah, die Mannschaft hat so konzentriert trainiert. Die haben alle Bock. Die haben alle einfach Bock hier. So muss es sein. Auf geht's, Freunde. Erstes Spiel im Stream. Kein Fallobst hier mit 798 Ratingpunkten zum Start. Und wir sind immer noch bei Ho Ho Ho. Weihnachtsstream. Jawohl. Und nach diesem Spiel kommen auch die zweiten 4 Ziffern für die PS4 Legend Edition, Freunde. Heute wird einer glücklich. Oh, 1200 Punkte als Gegner. Da weiß man schon, Leck-Cheater oder unangenehm. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wo ich jetzt hier Leck-Cheater mal so als Wording raushaue, bisher hatte ich das in PES 2020 noch kein einziges Mal. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich wurde noch kein einziges Mal leckgecheatet. Vielleicht ist es schwieriger dieses Jahr, vielleicht haben wir nur noch Ehrenmänner bei PES oder sie spielen alle FIFA. Ach, der Passi ist da. Guck mal. Grüße. Schönen guten Abend. Die Abokatze nervt nur, aber sie ist, glaube ich, schon wieder weg und nicht mehr verkleidet. Erste Spiel, Freunde. Merry Christmas Stream oder so. Ah, das ist schon fast zu billig. Kein Zugriff. Jetzt wird er abbrechen, weil keiner in der Mitte ist. Zumindest haben wir das antizipiert. Erste Ecke für den FC Bayern. Und die kommt sofort hart an den ersten Pfosten gesegelt. Ah, Jorginho antizipiert. Ein bisschen zu offensiv. Schuck. Oh, diese Szenen liebe ich ja. Ne? Wenn der Torwart einschläft. Bei so einer Geschichte die Ecke noch zu verhindern. Nee, warum? Warum sprinten und alles raushauen? Nächste Ecke wieder an den ersten Pfosten geknüppelt. Batistuta vielleicht mal ein bisschen. Ja, McTierney pennt. Der 79er. Und jetzt kann Batigol mal abgehen. Na, wird das ein Überfallkommando? Batistuta, Capitano, Batistuta, Batistuta. Toni Kroos geht in der Mitte mit.
Aber wir legen das Ding lieber auf Mosal. Oh, was für ein komischer Angriff. Keiner irgendwie mit Zugriff. Aber da war mehr drin. Aber definitiv mehr drin in dem Konter. Jetzt war Batistuta erstmal müde gesprintet. Langer Hafer, den dürfte Van Dijk wegkochen. Jawohl. Ayu ist da. Kroos nimmt Fernandinho mit. Batistuta, One-Touch-Passing, ganz wichtig. Mo Salah, Mo Salah. Das ist zu schmusig. Aber die Szene lebt, oder? Nee, sie lebt nicht. Oh, verdammt, ey. Da musste er eigentlich diesen haarsträubenden Fehler sofort bestrafen. Also bisher macht der fast 800er hier nicht so den sattelfesten Eindruck. Schwammiger Beginn der Bayern im Heimspiel. Normalerweise die Allianz Arena doch eine Festung. Jorginho, oh, mitten in die Vorwärtsbewegung rein. Darf nicht passieren. Van Dijk kommt nicht in den Zweikampf. Jay Gomez, oft genug abgefeiert als bester goldener Verteidiger der Welt. Und dann haben wir Kontrolle. Und spielen das aus. Groß, jawohl. Auch so die Kategorie noch wenig Level-Ups gehabt. Der könnte irgendwann auch zu stark werden für ein 4-Sterne-Team. Toni Nationale. Ayu, gute Bewegung. Jetzt muss Salah doch eigentlich explodieren. Mo Salah. Ja, stattdessen wieder. Also die Bayern spielen fahrig. Und das muss jetzt mal genutzt werden. Ayu, 1-0. Wow, linke Klebe vom Ghana. Wow, trockener Pfiff, wollte ich schon sagen. Trockener Abschluss. Sache, da muss man einmal das Ding zu Ende spielen. Und die Fahrigkeit der Bayern bestrafen. Und das macht dann auch ein Silberball. Mit Pfeil nach oben. Ayu, oh, lässt sich abkochen. Wieder in der eigentlichen Vorwärtsbewegung. Richtung gegnerischen 16er unterwegs. Aber einfach nur top aufgestellt. Mit Piqué und mit Virgil van Dijk. Die Twitterer-Freunde unter euch haben sein Traumtor-Highlight von mir, glaube ich, längst gesehen. Ansonsten noch ein Argument mehr, auf Twitter auch zu folgen, Freunde. So, bisher haben wir die Bayern super im Griff und können immer sofort Gegenangriffe fahren. Kroos, Batistuta, gute Bewegung. Das kann man eigentlich auch pfeifen. Und er pfeift's? Ja. Es ist ein Foul gegen Batistuta. Ja, schön. Und das in einer sehr schönen Position. Da können wir vielleicht den angesprochenen Toni Kroos direkt mal zum Abfeiern bringen. Toni Kroos! Nein! Na, oh, da haben wir dem Ex-Münchner zu viel Effet zugetraut. Oh nein, ey, das sind so, vor allem, der nimmt den Torwart nicht, dann sind das halbe Elfmeter. Dann musst du hier eigentlich schon mehr draus machen. Ja, den billigen Doppelpass lassen wir nicht zu. Piqué kommt nicht in den Zweikampf. Doch, kommen sie mit vereinten Kräften. Wieder Füße dazwischen. Halbe Stunde rum. Nächste Kontermöglichkeit. Matic antizipiert ein bisschen falsch. Oh, Salah, guter Ball. Ayu, geh doch. Da ist doch genau die Lücke. Da ist doch genau die Lücke gewesen. Da fehlt der Holdplayer. Oder ist der sogar Holdplayer? Da fehlt dann zumindest der Mut, da durchzugehen. Einfach durchzugehen. Jetzt die Bayern mal. Ja, die Viererkette nicht ganz so sauber. Oh. Und Van Dijk steht genau richtig. Und dann gib ihm eine Sekunde zum Sammeln. Gib ihm eine Sekunde zum Sammeln. Und wir können wieder das Spiel sauber aufziehen. Jetzt mal schlampiger Aufbau. Den Bayern wieder die Möglichkeit geben, sich da aufzubauen. Kroos und Bernardoni locker. Alles gut, wir nähern uns der Halbzeitpause hier in der Allianz Arena. Mia San Mia bisher ausgesprochen fahrig. Müsste eigentlich schon mehr bei rausgekommen sein als nur dieses 1-0. Egal. Weiter Fußball spielen. Ayu. Mo Salah. Schnelle Kombinationen. Batistuta. Da wird es ein bisschen eng. Kroos mit gutem Laufweg. Das dürfte kein Abseits sein. Toni Kroos. Ja, da war halt, da fehlt Batistuta logischerweise in der Mitte. Wenn er selber der Passgeber sein muss. Für den Achter. Ja, zaghafte Anfeuerungsrufe. Bayern, Bayern. Und Van Dijk ist wieder da, da. Nichts gibt's. Bernardoni. So, jetzt sind wir in der vielleicht letzten Angriffsmöglichkeit. Ayu. Fernandinho. Das klappt nochmal. Den lassen wir laufen. Na, nee, der Doppelpass war dumm. Der Doppelpass war dumm. Und dann kommen wir nicht dazwischen. Jetzt, ah, einen gibt's noch. Gibt's noch einen für die Bayern? Gibt's noch einen für die Bayern? Ja, den lässt er noch laufen. Fernandinho kommt in den Zweikampf und wir sind in der Halbzeit. 1-0 Führung. Alles gut. Läuft. Ah, hier werden schon Trainer besprochen. Guck mal. Hashim, Servus. Schön, dass du mal reinfindest.
Oh, guck mal. Majojen hat uns einen PS4-Code hier reingeballert. Ich weiß ehrlicherweise immer noch nicht wofür, Kollege. Auch für PES oder was? Ja, dann super. Dann sehr schön. Spielt der Gegner durch die Mitte mit Vani vorne drin? Ich schau mal. Habe ich ehrlicherweise nicht so drauf geachtet. Ja, Vardy, Dybala und Asensio bisher äußerst harmlos. Aber klar, Vardy schon sehr unangenehmer Stürmer vorne, der mal durchbricht. Und dann vor allen Dingen auch sehr schwer zu halten ist. So, Regam, der Erste, der heute hier ein Abo dalässt. Ganz herzlichen Dank. Alle anderen sind herzlich eingeladen, auch Abos auf Twitch dazulassen oder auf YouTube, um keinen Upload zu verpassen und so weiter. Also, verdiente Führung. Hier in der Allianz Arena gegen 798 Ratingpunkte. Also, wir sind auf gutem Wege, die 900 Ratingpunkte zu verteidigen. Das ist ja immer holprig genug. Guter Laufweg von Ayuda. Was ist denn das? Ayu Batistuta! Ja, bisschen mehr alles oder nichts. Nacken riskieren, in diesen Kopfball reinspringen. Vom Capitano. Und dann steht es 2-0. Aber auch da fehlt wieder ein bisschen was. Aber auch das hat wieder gezeigt, die Bayern bleiben fahrig. Kommen nicht wirklich gieriger aus der Kabine. Jetzt mal wieder in der Vorwärtsbewegung. Unangenehmer Zweikampf. Und dann ist der angesprochene Vardy da. Und so schnell geht's. Ausgleich. Da kannst du das 2-0 machen. Und kriegst mit dem ersten Steilpass auf Jamie Vardy. Dafür ist er da. Da kennt man ihn doch für. Das sollte die Mannschaft eigentlich wissen. 1-1. 1-1. Na, gucken wir mal. Können wir weiter oder erschüttert das jetzt ein bisschen? Ja, okay, der hat da zugelaufen. Der war mit Ansage. Ja, der war schlampig. Komm, Groß. Ja, lauf das Ding. Jay Gomez. Ne, nicht so der Passgeber. Hat dann wieder sehr gut antizipiert. Vom Liverpoolien. Jetzt Mo Salah auf Batistuta. Ein Schritt fehlt. Ein Schritt fehlt. Ja, die Bayern bleiben immer ein bisschen hakelig. Boah, da muss der Toni Kroos eigentlich zwischen. Ja, Asensio, den habe ich letztes Jahr noch als Scout-Kombo geholt. Sehr, sehr guter Außenspieler. Goldener Ball. Wenngleich er nicht mehr so die Entwicklung genommen hat, wie es alle vorausgesagt haben. Batistuta. Ah, ne. Zu hoffnungsfroh, da durchzulassen. Bayern, Bayern. Da müssen wir den Kollegen langsam mal das Maul stopfen. Jetzt wird er abbrechen. Ja, mit Ansage. Kriegen den Fuß trotzdem nicht dazwischen. Abseits. Wollte schon sagen, der kommt doch klar aus dem Abseits. Jamie Vardy. Dann wieder perverser Abschluss. Schwer zu verteidigen. Es bleibt dabei. Da müssen wir aufpassen. Jetzt nur nicht die Kontrolle verlieren. Die Ruhe verlieren. Groß. Salah. Ja, sucht die Lücke. Ja, ich laufe doch quasi genau in die Füße. Das muss doch ein Ballgewinn sein. Ist zwar dreckig. Genau dieses Verteidiger kriegt den Ball eigentlich. Und dann ist der Stürmer halt so schnell da, dass man nicht reagieren kann. Aber trotzdem, das war doch, ey, klare Nummer. Ja, Bayern gewinnt ein bisschen über Wasser da. Vor allem im Mittelfeld. Wieder mit Ansage den Pass durchgestöpft. Ja, Fernandinho ist da. Gut. Fernandinho, Groß. Ayu will den Ball. Nimmt Batistuta mit. Batistuta, Ayu, das war blind gespielt. Da haben wir, ne, das Glück haben wir nicht, dass er durchrutscht. Ich darf nicht hektisch werden. Ist doch eigentlich genug Platz da immer. Ja, Ayu, guter Laufweg. Und dann, ja, verliert den Zweikampf. Wieder, viel zu einfach. Guck mal, da wird permanent werden Bälle hergestellt. Langer Hafer auf Batistuta. Nein, ja, den kriegst du schwer verarbeitet, klar. Den kriegst du schwer verarbeitet. Ich gehe einen Offensiver, so viel zum Thema Ungeduld. Aber das ist echt Kategorie, musst du gewinnen. Groß, Jake Gomez. Ich habe auf Passen gedrückt. Batistuta, lauf das Ding. Ja, Ayu, Groß ist da. Nimmt niemanden mit, weil er hängen bleibt. Guck mal, wie hektisch der immer die Bälle nach vorne spielt. Und da geht keiner in so einen einschlafenden Pass. Da muss doch eigentlich jemand zwischengehen. Van Dijk, Fernandinho, 75. muss mal wieder gewechselt werden. Fernandinho nimmt Groß mit. Oben, nee, der sollte eigentlich da nicht hin, aber das könnte jetzt gut ausgehen. Wieder nicht. Ja, irgendwie fehlt die Leichtigkeit nach diesem grützigen 1-1. Ja, zu hoch verteidigt. Das tut uns nicht gut. Wenn wir einen Jamie Vardy da ins Laufen bringen lassen. Van Dijk passt auf. Wichtig. Langer Hafer auf Mo Salah. Sofort. Schöner Hackentrick.
Jetzt können wir vielleicht mal Tempo aufnehmen. Ganz viel Platz, ganz viel Wiese für Fernandinho. Batistuta will den Ball, kriegt ihn. Batistuta, gute Bewegung. Ach, komm ey, 97 Kicking Power und dann so ein kümmerlicher Abschluss von Batigo. Und langsam würde ich gern auswechseln. Fernandinho kriegt den Ball vor die Füße gestolpert. Ja, nicht verzocken jetzt. Nee, ich verzocken Milner. Zeit wird immer enger. Frische Kräfte kommen einfach nicht. Ayu mit Fernandinho. Guck mal, das sind so viele Lücken. Und dann ist ja, das war blind. Wird natürlich zugelaufen. Das ist wieder so ein Spiel. Das musst du eigentlich holen. Jay Gomez, sehr gut. Fernandinho, Kroos. Da sind wieder Räume. Ayu hat einen Kopf schon nach unten. Kriegt er, Batistuta trotzdem. Trotzdem. In Szene gesetzt und das gibt den Elfmeter und ich glaube, da macht er einen Riesenfehler, weil ich mit dem Schuss antäuschen viel zu weit weg vom Tor komme. Das war unnötig. Das war ein unnötiger Elfmeter. Wir machen den üblichen Wechsel. Erstmal Harit wieder zurück. Und alles andere machen wir dann, wenn wir das Ding erzielt haben oder eben nicht. Riesenchance jetzt. Riesenchance jetzt auf den Dreier. Mo Salah. Komm schon, bitte. Bitte. Leck mich doch am Arsch. Geht mir das auf den Sack. Elf Meter sind so lästig bei PES. Hätte ich lieber einen Freistoß gehabt. Ja, okay, jetzt hier nicht. Völlig durchdrehen. Milner. Die Szene ist noch nicht vorbei. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Jawohl. Mo Salah will den Ball. Ist da irgendwie komisch über die Verteidigung. Nein, falsche Bewegung. Da war auch ein guter Laufweg von Harit, glaube ich, war es. Ja, jetzt kommt der Fehler. Genau der Fehler, der nicht passieren darf. Abseits. Ja. Boah, dann mache ich genau im richtigen Moment den Schritt vor. Oh, ist das bitter. Ey, gegen so einen musst du gewinnen. So einen musst du echt einfach nur gewinnen. Ey, und dann noch mit dem Elfmeter. Ja, 90. Hätte ich mir die Verträge auch sparen können. Ja, warum über die Mitte, ist eine gute Frage, weil ehrlicherweise, wenn ich in die Ecken schieße, habe ich eine ganz schlechte Bilanz. Kommt alles nach vorne jetzt, komm, Van Dijk nochmal. So, langer Hafer auf Virgil. Ach, ist nur plus 1. Ey, hätte ich mir alles sparen können, ey. Ist das ein Drecksspiel? Oh, ich glaube, das wäre der 5. Sieg in Folge gewesen. Kommt wieder alles zusammen, ey. So ein wurstiger Gegner. So ein einmal nicht aufgepasst. Einmal zu gierig auf der Pressing-Taste rückt der Van Dijk raus. Der Wadi kann durchlaufen. Der hat sonst nichts gebracht. Schießt noch einen Elfmeter, ey. Was ein beschissener. Anfang in den spielerischen Teil. Aber komm, egal. Haben noch was zu gehen, Freunde. Haben noch einiges zu gehen. Von daher wollen wir nicht zu negativ sein. Kein Level Up, also können wir sofort weitermachen. Ja, genau. Das sind aber diese typischen Unentschieden, die man immer mal einstreut, damit man nicht zu gut wird und damit man auch ja keine 5er Siegesserie bekommt. So, und ich habe gesagt, Freunde, nur bei Sieg gibt es eine Box. Aber ich habe gesagt, es gibt noch den zweiten Code-Teil. Ja, Katze denkt, ich bewege mich vom Sofa, heißt Futter. Nein, heißt es nicht. So, zweiter Vierer-Code, Freunde. PES 4 Legend Edition. 8 von 12 Ziffern habt ihr schon. Und nach dem nächsten Spiel gibt es die letzten 4 Ziffern. Und dann müsst ihr schnell sein und alle versuchen und testen. Und wer als erstes die richtige Aneinanderreihung hat, hat den Code. Und dann sage ich danke, dass ihr dabei wart. Also, Abo dalassen, wenn es gefällt. Wie immer, der Quatsch, ihr kennt es. Ja, Kaiser, konzentriert zu Ende spielen und so, immer gern gesagt und so, ne? ist nicht immer so ganz einfach. Ja, geile Frisur im Ava. Einer, als ich hatte vorher Arjen Robben, vor 6-7 Streams hatten wir noch Arjen Robben da, ich wollte mal ein bisschen was Witziges reinbringen. Und einer von euch, nämlich der Kass FC, ich weiß gar nicht, ob der gerade da ist, hat sofort erkannt, wer das sein soll. Das ist vielleicht mal die Frage an euch. Wisst ihr, wer das ist? Welcher glorreiche Spielmacher da abgebildet sein soll? Eigentlich sehr eindeutig. Es gibt keinen Spielmacher, der jemals diese Frisur hatte, außer eben der, ich gebe euch den Tipp gerne, der Kolumbianer. Na, wer ist das? Welchen Avatar
Ja, Madi, guck mal, ich glaube, du kommentierst zum ersten Mal, oder? So kriege ich euch in die Kommentare gelockt. Das ist auch schön. Madi hat natürlich vollkommen recht. Carlos der Große, El Pipe, der Junge. Ja, wer Narcos geguckt hat, kennt nicht Carlos Valderrama, aber El Pipe. Ja? El Chapo und so weiter. El Pipe, der Junge. Carlos Valderrama, natürlich richtig. Geiler Typ. Geil, geil, geil. So, und der Demi fragt hier vollkommen zu Recht: Guckt mir jemand zu, der kein Pass hat? Das denke ich mir ehrlicherweise auch immer, wenn ich hier im Stream Spiele verlose. Ihr seid doch alle selber PES-süchtig und wir tauschen uns ja auch immer sehr gut aus und ihr helft mir ja auch sehr häufig weiter mit Tipps und Tricks. Es ist nicht so, als müsste ich euch allen hier PES vorstellen. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen und da steht es tatsächlich. Das wäre der fünfte Sieg gewesen. Oh, ist das bitter. Also wenn ich gegen so einen 1200er komme und der spielt mich her oder es wird dann ein aufreibendes Unentschieden, wie auch immer, dann ist es okay. Aber nicht gegen jemanden, der, warum auch immer, fast 800 Rating-Punkte hat und nichts auf die Kette kriegt und nur einmal Vardy durchgesteckt bekommt und mir dann die 5er-Siegesserie versaut. Ist das bitter? Boah, gegen so einen den fünften Sieg nicht kriegen. Und es fühlte sich nicht so schlecht an. Das war jetzt nicht komplettes träges Gelegge, wo du sagst, ja, da hat das Skript wieder eingegriffen und mir alles erschwert. Nein, das war ich selber schuld. Da musst du den fünften Sieg holen. Oh, ist das bitter. Egal, dann fangen wir jetzt eine neue Siegesserie live im Stream an. Mega geil. Okay, ihr kennt die Regel, türkiser Pfeil nach oben muss spielen, aber nur, wenn auf seiner Position nicht auch schon ein türkiser Pfeil steht und hauptsächlich eingesetzt für die 10 ist eben der André. Das heißt, ich mogel mich aus der Regel so ein bisschen raus und kann mit der Stammmannschaft anfangen, muss nichts weiter machen. Wir spielen gegen Roter Stern Belgrad aus Polen. Das macht keinen Sinn, egal. Okay, haben wir das geschafft. So. Madi. Du hast ein Alter, ich auch. Wenn man Carlos Valderrama kennt, ist man 30 plus, willst du damit wahrscheinlich sagen. Ne? Ja, den Carlos Valderrama sollte man kennen. Letztens habe ich mir seine Wikipedia-Page mal angeguckt. Ich glaube, der hat irgendwie 4 WMs gespielt und die letzte war 1994. Also der ist auch schon irgendwie an die 50 mittlerweile. Naja. Aber auch, ich habe auch ein Highlight-Video von ihm angeguckt. Ich habe den nicht so als Fußballer in Erinnerung, eher wegen seiner Frisur und so, aber der war ein richtig feiner Kicker, richtig geiler Vorbereiter und gut am Ball. Also das wäre mal eine Legende, die würde ich dann, glaube ich, auch wieder so feiern und unbedingt haben wollen. Carlos Valderrama. So, Terronup ist auch da. Einen schönen guten Abend. Schön, dass du mal wieder reinklickst. Vor allen Dingen, schön, dass du reinklickst, nachdem ich dich im Stream letztens einmal schlagen konnte und das auch mit schönen Toren und so. Jawohl, schön, dass du da bist. Hoffe, bei dir ist ein bisschen mehr PES 2020 ins Rollen gekommen. Bei dir sah das ja beim letzten Stream noch nicht so ausgebildet aus, nicht so eine überragende Mannschaft, noch nicht so viele Ratingpunkte und so. Da hätte ich von einem PES 2019 Deutsche Meisterschafts Season 1 Finalisten schon ein bisschen mehr Wumms erwartet. Aber vielleicht ist ja PES 2020 nicht mehr so deins, Kollege, kann ja sein. Ah, ISS Deluxe Murillo, richtig. Carlos Valderrama, Galfano. Ich glaube, Batistuta war damals Capitale. Glaube ich, Capitale bei Argentinien mit der 9. Claudio Caniggia hatte auch einen lustigen Namen. Beide mit mähniger. Also ISS Deluxe war allein deswegen schon Herz, Blut. So, zweites Spiel, Freunde. Diesmal auswärts, aber wenigstens kein dreckiger Schattenwurf, wenn ich das richtig sehe. Sikor Wawa, Polen. Der Gegner, nochmal weniger Ratingpunkte als die 798 eben. Ich nehme die Favoritenrolle gerne an. Mal gucken. Wir sprinten nicht sofort ins offene Messer. Das wäre ja Unsinn. Aber wir lassen ihn auch nicht alles so hinspielen. Ja, nämlich so. Jetzt müssen wir in den Zweikampf kommen. Zugriff, Zugriff, Zugriff. Messi! Wird mal unangenehm. Aber Bernardoni passt auf. Vielleicht können wir sofort kurbeln. Über Fernandinho. Harit, Harit, Harit. Jawohl, läuft das Ding. Batistuta. Ja, da ist wenig Zugriff. Batistuta, das ist fast zu billig. Ja, Mo Salah. Batistuta. Schön reingewuchtet. Ja, Batistuta. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ganz kurz überlegt. Lupfer? Ich habe keine Idee. Dann lieber die Ecke rausholen am Fünfer. Was willst du mehr? Und die tritt jetzt, glaube ich, auch Harit. Okay, ich hätte jetzt gedacht, Mosala, vollkommen egal. Harit, erste Ecke. Wir verlängern. Viel zu unbedrängt. Van Dijk. Katze kommt rein und fragt mich, was ist hier los? Ja, Futter in einer Stunde vielleicht. Oder zwei. Weil er weiß das schon. So, Vardy. Oh, den kennen wir doch. Den werden wir nicht mehr unterschätzen als Tiefgeher. Gut antizipiert. Ganz, ganz wichtig. Jetzt können wir abgehen. Batistuta. Batistuta wird angerempelt. Ja. Oh, es scheint. Zeigt nach vorne. Foul gegen Batigol. Foul gegen. Ja, Batistuta winkt, kriegt den Ball. Und wir kriegen die zweite Toni Kroos-Chance. Sehr identisch zu eben. Nochmal bitterer, dass wir da
mit Toni Nationale an den Pfosten geschossen haben. Jetzt machen wir es, ey! Man möchte sagen, kein Lerneffekt beim bepissten Let's Playmaker. Mann, ey! Wieder so ein halber Elfmeter, weil er den Torwart nicht nimmt. Oh, gruseliger Pass. Auch so ein wackeliger Typ. Belgrad, Bayern, vollkommen egal. Alle sind wackelig. Nein, nimm doch den Batigol mit. Szene lebt noch. Harit. Ja, willst du schön machen. Oh, wieder so ein Anfang, wo du sagst, ja, da könnte es eigentlich 1-0 oder 3-0 schon stehen. Genug Möglichkeiten, genug offene Abwehr. Wieder schlechter Ball. Oh, oh, ganz schlechter Verteidigerball von mir. Aber kriegen wir gelöst über Jorginho. Batistuta, nächster guter Lauf. Die verteidigen echt vogelwild. Die Belgradians. Jetzt mal über den Flügel. Messi. Messi gegen Milner. Ja, nicht so das gleiche Duell. Ich krieg Plack, weil der Messi die 15 gibt und nicht irgendwie ansatzweise was passendes, wie zum Beispiel eine 10. Ihr wisst das bei mir, da bin ich echt, da bin ich empfindlich. Langer Hafer. Ja, nicht verkehrt. Aber auch, komm ey, nach 3 Ballkontakten ist das Kategorie, musst du gewinnen. Ob jetzt beim 5. Spiel, bei der 5er Siegesserie oder beim 1. Spiel, das ist Kategorie, musst du schlagen. Und weil ich diese Leute nicht permanent schlage, bin ich auch kein 1000er Rating-Material. Das ist seit Jahren das Gleiche. Ich krieg es einfach nicht zu Ende gespielt. Egal ob Skript, hin oder her. 20 virtuelle Minuten rum. Batistuta schön zwischen den Linien. Den kriegen wir hin. Batigol. Mo Salah. Das ist genau die richtige Bewegung vom Ägypter. Also heute meint es der Fußballgott, der Konamische, nicht so gut. Dritte Mal Aluminium. Verschossener Elfmeter. Ja, da kommt einiges zusammen. Hey, hey, da kommt einiges zusammen. Aber egal, wir hören nicht auf, weiter anzurennen. Hallo, kann da jemand mal drauf gehen? Mein Gott, ey, jetzt fangen die auch schon hier an, so Larifari zu verteidigen, die Weißen. Jay Gomez ist da ein bisschen alleine auf der rechten Seite. Kroos muss rausrücken, die Flanke wird trotzdem nicht verhindert. Acrobatic Finishing bei Lionel. Aber meilenweit vorbei, auch La Pulga kann mal zur Eckfahne abschließen. Da war ich schon ein bisschen näher dran. So, Kroos. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass der so guten Einfluss aufs Spiel nehmen kann, als einfach nur guter Passspieler. Mo Salah schnuckelt das Ding zu Batigol. Da ist ja gar keine Verteidigung! Und dann ist passiert. Ja, das passiert. Kapitale. Ja. Könnt ihr euch fragen, wer das ist? Kenne ich den alten Mann? Ey, hast du den schon mal vorher gesehen? Habe ich noch nie vorher gehört. Ich kenne Neymar und Mbappé. Wer ist das denn? Was, ich tut da nie gehört. Mein Gott! Ja, und der drückt scheinbar auch nicht weg. Das ist schon mal Ehrenmann. Kroos, Batistuta. Es geht zu einfach, seien wir ganz ehrlich. Da ist wenig Gegenwehr. Aber dann! Und, ja, drückt genau in dem Moment weg, wo ich abfeiern will. Was ein Arschloch. 1-0 für Batistuta. Und go! Capitano geht voran. Knappe Viertelstunde rum. Völlig verdiente Führung. Und jetzt machen wir vielleicht nicht den Fehler wie im Auftaktspiel und machen kein weiteres Tor, sondern machen vielleicht weiter Vollgas. Batistuta grätscht voran, jawohl. Oh, schöner Übersteiger. Wieder Jay Gomez alleine auf dem Flügel. Florenzi, ja, das ist auch keine ausgefahrene, ausgeprägte Vier-Sterne-Mannschaft, möchte ich mal behaupten. Ja, und das ist ein leichter Fang für Bernardoni. Schön einmal zur Schau, den Abwurf angetäuscht. Harit. Auch da null Pressing. Kann sich aussuchen, wen er vorne auf der letzten Linie anspielt. Batistuta. Ich muss da eigentlich so, eigentlich muss jeder Angriff gefährlich werden gegen so eine kümmerliche Verteidigung. Kein Druck auf die weißen Spieler. Nix. Ja, Risikopass. Geht nochmal durch. Rabiot. Groß, ja. Sehr gut, Groß, sehr gut. Harit. Jetzt könnte was gehen, wenn Batistuta, ja, wenn Batistuta nämlich den Zweikampf gewinnt. Unten ist ganz viel Platz. Nimm Jorginho mit. Jorginho, genau. Jorginho. Eigentlich ja auch eher die defensivere Variante einer 8. Das ist doch klar. Fuß draußen gelassen zum Faulen, ey. Oh, Zweikampfbewertung, Vorteilsregel. Das ist allen nicht so. Das ist sehr schlecht programmiert, ehrlich. Sehr schlecht programmiert. Groß, passt auf. Und Groß, bitte. Oh, gut. Lässt sich den Ball nicht abzocken. Alles gut. Kroos geht wieder. Ja, Kroos zockt ein bisschen. Und Kroos hat es im Griff. Sehr, sehr schnuckeliger Passspieler. So. Viele Belgradians. Heißt wahrscheinlich nicht so. Mir aber egal. Klingt cool. Wieder hinter den Ball.
Und der Pass war auch wieder so unnötig. Also wenn ich mich selbst trainieren, bewerten oder so müsste, ich würd permanent nur ausrasten. Für ganz unnötige Fehler. In der Taktik, in der Passwahl. Also da ist... Jetzt passiert's. Kein Zugriff. Und es gibt nochmal Ecke. Letzte Szene der ersten Halbzeit. Messi bei der Ecke. Bernardoni rausnehmen. Oh ja, gute Entscheidung. Jetzt bitte abpfeifen. Jetzt bitte abpfeifen. Jetzt bitte abpfeifen. Jetzt bitte... Muss der Todi nochmal in den Kopfball mit Rabiot. Jetzt ist vorbei. Jawohl. Erste Halbzeit. Grundsolide, verdiente Führung. Von Batigol. Jawohl. Er liegt hin. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Der spielt volle Defensive. Krass. Fluch des Pharao, ja. Vielleicht hat Mo Salah gerade einfach nicht das Quäntchen. Freunde, hat nicht das Quäntchen. Unser Egyptian King. Wir knacken gerade die 50 Zuschauer. Das ist wunderbar. Das geht runter wie Öl. Ihr wisst das. Ja, schön, dass ihr da seid. Abo dalassen, wenn es gefällt. Wir streamen dieses Jahr noch häufiger und so weiter und so fort. Nächster Stream. Merchandise Pack. Steam Code. Heute noch die PS4 Legend Edition. Freunde, das lohnt sich. Der Let's Playmaker lohnt sich. Nicht nur wegen des schönen Gesichtes, wegen Mützenqualität Deluxe. Nein, auch manchmal wegen Gewinnspielen. So, 2:45 Minuten. Ich wünsche mir von Santa Claus oder von Mohamed Salah oder wer auch immer da Bock hat, den zweiten Treffer für ein wenig durchatmen. Harit, falsche Bewegung. Wir haben Glück. Guck mal, gar kein Pressing. Der spielt tatsächlich defensiv. Nicht volle Defensive, aber defensiv. Jetzt mal groß. Zieht nicht das Foul. Zieht auch nicht den gewonnenen Zweikampf. Und schon wird wieder geschaltet über Jamie Vardy. Das ist genau das. Irgendwie kommen die dann immer wieder nach vorne. Und dann ist auf einmal so ein Jamie Vardy da. Und da ist oben gar keiner. Jorginho und Milner, keine Ahnung, haben keinen Bock. Hohe Bälle Richtung Messi habe ich jedenfalls weniger Sorge. Ehrlicherweise Rabiot. Schöne Trikots. Wenn nicht Gazprom draufstehen würde, wäre schön. So, jetzt nicht Larifari. Komm, konzentriert. Das ist ähnlich des ersten Spieles. Da ist kein wirklicher Druck. Ganz, ganz nett. Und trotzdem mache ich am Ende irgendwie einen dummen Fehler im Aufbau oder so. Vardy 1-1. Salah. Es ist zu einfach, aber er weiß damit nichts anzufangen. Weiß er vielleicht doch. Oh, ist das schön! Schöner Doppelpass. Salah und Harit. Die verstehen sich. Die können Fußball. Die können kicken. Das ist doch okay. Aber okay, jetzt nicht ungeduldig werden. Vor allen Dingen nicht, wenn es ums 2-0 geht. Vielleicht kriegen wir das 2-0 ja sogar geschenkt. Salah! Der war für euch. Damit ihr nicht sagt, der macht nur Grütztore, der Let's Playmaker. Oh, schnuckeliger Lupfer. Vielleicht belohnen wir uns im Nachgang mit der Ecke. Fernandinho kriegt den... Ja. Wo ist der Ball? Segelt aufs lange Eck. Langer Hafer. Messi. Nee, Messi hat keinen Bock auf Kopfball. Milner lacht sich kaputt. Holt den mit der Brust runter. Harit. Kroos. Eine virtuelle Stunde ist rum. Kroos. Die freie Flanke nehmen wir. Kroos. Ja, quirlt sich vorbei. Das klappt sogar. Batigol. Hat da fast den Schuh im Gesicht. Szene lebt. Durch Gomez. Auf Harit, nein, Kroos, den musst du doch stoppen und dann kontrollieren. Naja, wenigstens bleibt Toni in der Szene. Kroos, Harit, ja, da geht noch was. Jetzt Batistuta mitnehmen, Batistuta, oh, Traumbewegung. Da fehlt wieder ein Schritt. Verliert so ein bisschen zu sehr die Kontrolle. Ja, der spielt auch komisch. Also das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht auch Kategorie Pass Light. Noch nicht so ganz im Spiel angekommen. Hat ein paar schwarze Bälle geschenkt bekommen. Hoch, 4-Sterne-Team. Ja, die Rating-Punkte waren ja auch nicht so großartig. Oh, Kroos lässt sich abkochen. Kroos, jetzt versucht das mit einer Alibi-Gerätsche wieder gut zu machen. Und schon sind wir, ne? Guck mal, da ist auf einmal da eine Lücke. Ja, Milner. Mädchen für alles. Der kann auch fast überall spielen. Salah, ja, gut gelauert, gut gewartet. Salah, Jorginho. Double Touch. Ah, schade. Da habe ich einmal einen Players einen Skillstick-Move auch genau zur eigentlich richtigen Zeit genutzt. Bleibt trotzdem leicht hängen. Schade. Das wäre mal schön gewesen. Mal so ein schöner Special-Effekt. Kroos. Oh, wieder Alibi-Grätsche. Keine Ahnung. War auch unnötig, da alles oder nichts reinzuspringen. Und jetzt sind wir schon wieder am 16er angekommen. Vardy. Das Spiel ist noch nicht vorbei, Freunde. Spiel Fußball. So, das ist eigentlich mein Spruch. Spiel
Fußball. Schönen guten Abend, Makarocki. So richtig viel hast du noch nicht verpasst, glaube ich, wenn ich das behaupten darf. Ihr könnt den Makarocki ja mal auf den letzten Stand bringen. Ich glaube, was war der schwarze Ball? Habe ich schon wieder vergessen. Was war mein geschenkter schwarzer Ball? Boah, Alter, ey. Gedächtnis wie ein Sieb. Ach, David Luiz. Das kann ich vorwegnehmen. So, Batistuta, Pfeil nach unten, sofort Stamina-Probleme. Da muss halt Emanuel Dennis seit langer Zeit mal wieder spielen. Toni Kroos runter für Renato Augusto. Wir schreiben den zweiten Treffer noch nicht ganz ab. Da hätte auch ein Steven Brown für die defensivere Ausrichtung kommen können. Aber nein, das zweite Tor muss her, damit wir in Ruhe uns auf die nächste Box, auf das nächste Box-Opening freuen können. Und ja, auch das natürlich dann so ein bisschen traurig gewesen, dass wir da eben nicht das Spiel, die 5er-Siegesserie geholt haben. Auch eine Box haben wir damit verschenkt. Van Dijk, Piqué, das ist so harmlos, ne? Das ist so... Ach Gott, gegen so einen musst du locker flockig gewinnen. Und bisher ist es ja auch nicht wirklich bedrohlich hier mit dem 1-0. Das kann auch einfach so reichen. Aber 1-0 ist halt eben ein 1-0. Nächster Abschluss, Bernardoni passt auf. Bernardoni ist da. Warum rollt der den Ball nicht? Warum wirft er dem Renato Augusto fast ins Gesicht? Naja, egal, ist nochmal gut gegangen. 78. Mo Salah, gute Bewegung. Milner, Harit, viel klein-klein. Mo Salah, Harit, gut entgegengegangen mit Super-Kanzel. Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, jetzt noch einmal rüberlegen. Da wird sehr kleinteilig und unnötig. Da muss man vielleicht auch einfach mal in den Abschluss kommen. Harit ist, bleibt gut in der Szene. Emanuel Dennis, Joker-Tor, Joker-Tor, Joker-Tor. Mach den Sack doch zu, mein Gott. Belgrad möchte, dass ich gewinne. Seien wir da mal ehrlich. Harte Grätsche von Florenzi. Im Nachgang gibt's Gelb. Im Nachgang ist gut. Vorteilregel ist gut, Konami. Patch das doch mal, dass es vernünftig funktioniert. Hallo, ich möchte wechseln. Jawohl. So, jetzt langsam müssen wir vielleicht aber auch drüber nachdenken, defensiv zu spielen. So, zack. Nächster ZDM. Renato Augusto soll sich auch defensiver orientieren. Jetzt wird's langsam ein bisschen dreckig, weiß ich selber. Aber okay, das müssen wir jetzt zu Ende bringen. Vorne müssten ja jetzt, eigentlich müsste er jetzt, wenn nicht dann, wann jetzt und wann dann jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Er müsste jetzt offensiver gehen. Alles andere ist doch komisch. Diszipliniert, jetzt hat er auch noch Offensive geschaltet. Komm. Ja, 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 da stehe ich doch. Da stehe ich doch. Gut, ich stehe doch genau da. Ja gut, über Umwege kriegt Renato Augusto den Ball, nimmt Emanuel Dennis mit. Das wird umständlich, klappt nicht. Umständlich, klappt nicht. Und Befreiungsschlag im Mittelfeld. Das ist kein guter Spieler. Das ist auch nicht arrogant oder böse gemeint. Ihr seht das selber. Ihr spielt alle PES. Der ist nicht gut. Renato Augusto. Alibi. Antäuscher. Harit. Fernandinho. Mo Salah. Der hat scheinbar noch Luft. Gute Bewegung. Ja, will das taktische Foul ziehen. Schafft er. Auch da muss er eigentlich Vorteil geben. Aber okay. Nehmen wir gerne mit. Stellen uns wieder in Ruhe auf. Schlechter erster Kontakt oder zweiter Kontakt. Keine Ahnung. Ja, 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 gut antizipiert, ne? Ja, Dennis arbeitet jetzt nach hinten schön wieder. Ne? Nein, nein, da bin ich doppelt auf X gerutscht. Nein, 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 er macht's wirklich, oder? Oder? Es war zum Glück kein Trikot ziehen, doppeltaktisches Foul. Oh. Das wäre vielleicht die erste gelb-rote Karte meines Lebens in einem Stream gewesen. Mo Salah. Ja. Freunde, das wäre es jetzt gewesen. Da hätte ich nämlich an der Mannschaft rumdoktern müssen. Boah, ich wollte schon sagen, es wäre zu billig. Abseits, alles gut. Ah, Skriptdiskussion, ich liebe sie. Da gibt es, glaube ich, kein Ja und kein Nein. Alles kann, sieht nicht unrealistisch aus. Klar kann der Ball immer mal dahin titschen, das ist nicht unrealistisch. Aber man fragt sich natürlich oftmals, warum gerade in der Situation, in der 90. plus 3, warum ist der Abpraller genau beim Verteidiger, beim Stürmer, damit er den nur noch ins offene Tor einschieben muss. Normalerweise hält mein Torwart den Ball fest und so weiter und so fort. Komplett unrealistisch ist das nie, aber diese Fragen an das Skript, ans Spiel hat man berechtigt. Harit kriegt den Ball nicht festgemacht. Letztes Anlaufen. Ja, und das war's. Am Ende krampfiger als gewünscht. Boah. Meine Fresse. Ja, ja.
Okay, wir haben einen verdienten, aber mühsamen Sieg erspielt. Ja, also die Zahlen sind gar nicht mal so eindeutig, wenn man ehrlich ist. Okay, hatte das Spiel jetzt vom Gefühl her voll unter Kontrolle, aber so kann man sich, zumindest was die Statistik angeht, irren. Und ich denke mal, wir bleiben bei der Ansage, Box öffnen statt Superagent, ne? Also von daher ziehe ich jetzt eine Box. Ein paar Weekly Points bekommen, nicht der Rede wert. Das ist auch egal. Und wir haben sehr viele Level-Ups gesehen. Ich glaube, wir müssen jetzt sogar anfassen. Die Mannschaft anfassen. Gucken wir mal, wen wir da einwechseln. Oder habe ich Glück, dass es bedeutungslose Level-Ups waren? Ach du Scheiße, guck mal hier, Level-Ups von 2799 hoch auf 2855. Na, herzlichen Dank. Stellen wir mal erst die Mannschaft um. So, wo müssen wir jetzt opfern? Ihr seht das, ne? Hier oben sind schon sehr starke Spieler unterwegs. Batigol mittlerweile von 89 mit Level 5 auf 91. Erstmal gesetzt. So, Harit ist halt schon schwach genug. Ja, da müssen wir halt hier ansetzen. Und gucken wir mal, ob wir ein ZDM haben. Mit einer guten Wochenform. Und da sind wir schon wieder bei Lucas Torreira. Und da würde der schon nicht reichen, den zu nehmen. Und der hat keine 99 Teamchemie und ist sowieso auch noch zu stark. Ach du Scheiße. Okay, dann machen wir halt so. Und fangen an, das Stück für Stück vorzubereiten. So, wir nehmen erstmal hier Sousa, immer so. Der ist, guckt euch die Sechseckgeschichte oben an. Der ist fast das gleiche wie Fernandinho. Machen wir das. Den Wechsel kennen wir. Und dann müssen wir leider auch einem Renato Augusto sagen, du bist zu gut für nur die Bank. Dann nehmen wir einen flexiblen Typen. Na, da kommen wir schon. Ach du Scheiße, da müsste ich schon auf Bronze runter. Das hilft mir halt auch nichts. Dann machen wir das so. Dann müssen wir jetzt Stück für Stück ran, Freunde. Stück für Stück. Oxlade hat noch nie ein Spiel gemacht und droht ja auch Gefahr zu laufen. Und ist genauso stark, sehe ich gerade. Tonali haben wir auch schon oft gehabt. Und Pina, die beiden Kollegen hier. Hat einer eine gute Form? Nee. Der ist offensiver, der ist defensiver. Hier hat ein neues Gesicht bekommen mit der... Mit dem Datapack. Unser Stefano Tonali von Brescia. Bauen wir den mal ein. So, wo sind die schlechten Formen? Ja, hier. Chris Kwame, C-Form. Kann vorne alles spielen. Die beiden anderen sind aber meistens immer gut dabei. Das heißt, das ist gar nicht so wichtig. Auch da wieder die Hoffnung, dass irgendwer mit einer guten Form... Wer ist das denn? Espeña. Nee, geht nicht. Haben wir einen guten SS-Spieler. Hängende Spitze heißt das. Nichts anderes. So, haben wir auch hier. Nee. Oh, ist das mühsam, ey. Deswegen mache ich das immer vorm Stream, weil das stresst mich, hier eine Mannschaft zusammenzustellen. So, wen kann man... Ab hier. Ah, Odin. Den hatten wir schon beim Stream sogar. Da hatte der, glaube ich, eine A-Form. Aber, oh, ja, das ist eine einfache Entscheidung. Brahim Diaz kommt rein. Der ewige Brahim. Unser Spieler des Monats. November, Brahim Diaz, kann vorne alles spielen, ist natürlich ein kleiner, quirliger Typ, hilft mir dann nur bedingt, aber ja, so wird's. So werden wir aufstellen, so, dann machen wir hier Stamina auf alle Stammspieler. Ja, das nervt mich so an Level-Ups. Du hast ein Team bis am Limit, ein Level-Up, bam, explodiert. Immer an so Schwellen auch, wenn du so von, wenn du die Farbe wechselst, von 84 hoch auf Schwarz bei 85 oder mehr, 89 auf 90, 91, da wird es dann ganz pervers. Also du kannst Featured Player mit 93, Messi, 94, habe ich zweimal genutzt, dann war der schon zu stark. Alles nervig. Alles sehr nervig. So. Macht der Playmaker, der Playmakler, auch cool, der Playmakler. Macht er keine Jagd auf Ronaldinho? Nein. Also Cruyff wäre so einer, den ich jagen würde, aber Ronaldinho ist jetzt nicht so Lieblingsspieler. Nichtsdestotrotz, wir haben uns eine Box verdient. Hattet ihr Veto oder habt ihr gesagt, Box ist okay? Sieg ist Sieg, ja, kein Veto, ne? Okay, kein Veto. Box, genau, okay. Das heißt, wir ziehen eine Box, keinen Top-Agenten. So. Und dann kommt danach die Auflösung der drei Vierer-Ziffer-Kombos für die PS4 Legend Edition. Dann sollt ihr aufpassen. Jetzt alle, die nur mit einem Ohr zuhören, jetzt aufpassen. Gleich gibt es die PS4 Legend Edition zu gewinnen. Dann zählt es. Kommt jetzt. In wenigen Sekunden wird das in den Chat gepostet. Macht schon mal eure Code-Login-Page bereit, Freunde. Dann zählt's. Vielleicht gibt es da jetzt auch erstmal einen schwarzen Ball. Oh ja, von AFC? Was? Oh nein, ist das ein Torwart? Och du Scheiße. Bernd Leno.
Ach du Scheiße, das ist das Schlimmste, was passieren kann, Schwarzball-Torwart. Bernd Leno, ich brauch dich so gar nicht. Oh. Ja, der geile Bernd mit dem Scheitel. Ein schönes Trikot hat er an. Das hilft mir gar nichts. Und dann zwei Silbis. Ach Gott, Bernd Leno, ey. Ja, und jetzt wird auch sofort entschieden. Bernd Leno ist groß genug, natürlich ein toller Torwart und nur Low Punt. Ich lasse den erstmal, ich muss mal gucken, ob Ederson bessere Player Skills hat, sonst könnte ich. Ja, ach, ist das ärgerlich. Da ziehst du den schwarzen, egal. Okay, wir gucken uns den Typen hier von Milan an. Box to Box ist schon mal sehr edel. Krunic kann auch auf der Achse super viel spielen. Ja, guter Kicker. One-Touch-Pass ist zu wenig. One-Touch-Pass ist da zu wenig. Eiserik kann einiges spielen, eher Flügelspieler. Von der Fiorentina. Auch ein guter Kicker, das ist normal, ist zu wenig. Tolles Pack, echt ein tolles Pack, echt ein tolles Pack. Bernd Leno für den Popo. Da hat sich der Sieg ja richtig gelohnt. Okay. Gut, dann. Nee, oh, nee, noch nicht das nächste Match und noch nicht der Code. Wir müssen hier einmal kurz gucken. Wie ich es gesagt habe, ne? Bei Nummern bin ich total penibel. Wo ist hier, wo ist der Brahim Diaz 23, ist richtig. Wo ist denn hier unser Sousa? Hä, wo ist der Sousa? Der hat doch sonst immer, wo ist Sousa? Da, 12, kriegt die 6, natürlich, der spielt. Wir haben keinen Elfer, wir haben keinen Elfer. Mo Salah hat denn echt die 11, dann haben wir keinen Zehner. Alex Granell ist ein geiler Spielmacher, der kriegt die 10, Tonali hier passt. Ja, passt, okay, passt. So, mal gucken, wie sich die Mannschaft jetzt. Oh ne, da muss ich wieder. Ihr seht das, das ist sofort wuselig hier mit dem Umstellen, nervig. So, wie geht's hier los? Gehst du bitte von meinem Kaffee weg, danke. Milner defensiv, genau. Jay Gomez braucht das nicht, weil er Defensive Fullback ist und Sousa auch, genau. So, und dann hier das. Capitano Batistuta, lange Bälle, groß, kurze Freistöße, linker Fuß, rechter Fuß, Ecken, groß. Groß, das hat man eben falsch. Elfmeter, Salah immer in die Mitte. Es sei denn, ich spiele gegen einen von euch, der jetzt zugehört hat. Aber ja, meistens in die Mitte. So, und jetzt gucken wir uns gleich. So, Freunde, jetzt bereit sein. Jetzt bereit sein. Nein, nicht du bereit sein, Abo-Maus, Abo-Katze. Jetzt kommt der letzte Teil des Codes. Okay, ich bin so fair. Also, das war Block Nummer 1. Und das war Block Nummer 2. Und jetzt kommt der letzte Block. Und in welcher Combo ihr diese Vierer-Ziffern-Kombis einsetzen müsst im PS4-Store, im PlayStation-Netzwerk. Da, Leute, auf geht's. Müsst ihr jetzt schnell selber rausfinden und dann meldet euch bitte. Letztens hat sich keiner oder erst im Nachgang jemand gemeldet, dass er den Code eingelöst hat. Bitte meldet euch, wenn ihr den Code bekommen habt und sagt Danke, weil dann sage ich auch Danke und dann sagen wir gemeinsam bei Konami Danke. Für dieses schöne Geschenk. So, freut mich, dass ich das weiterreichen kann, Freunde. Es ist mir ein Vergnügen. So sieht's aus. Katze freut sich auch für euch oder sie will noch Futter. Ich weiß es nicht. Abo dalassen, wenn es gefällt. Egal wo, egal wann. Nächster Gegner. Ich möchte es noch nicht das letzte Spiel nennen. Aber wer weiß, wie abgefuckt das jetzt wird. Ja, Falke, das ist keine klasse Aktion, das ist mir ein Vergnügen. Und das ist im Endeffekt, ich kriege diese Codes nur wegen euch. Seien wir ganz ehrlich, ihr guckt hier zu, Konami sieht, oh, da haben wir einen kleinen Streamer. Also Konami Deutschland in dem Fall, nicht Konami UK. Die haben ja mit PESEP und so, die haben ja ganz andere Streamer und Größen, auch an Zuschauerzahlen. Aber in Deutschland sind, glaube ich, Chris Cross und ich weit vorne. Und da kriegt man natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und das ist dann im Endeffekt eure Schuld, positiv gemeint. Demnach danke an euch, dass ihr so zahlreich immer wieder dabei seid und dann alles, was mir Konami schickt, gebe ich dann, wenn es mir nicht hilft, gerne weiter. Genau wie die Merchbox, wer nicht eben dabei war beim Unboxing ab Minute 30 oder so, nächstes Mal im Stream, vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag am 25., vielleicht aber irgendwie auf jeden Fall vor dem Jahreswechsel nochmal, verlose ich auch diese Box mit T-Shirt, mit Mütze, mit Steamcode, mit anscheinend Handyhaltern, hätte ich so nie identifiziert, mit PES-Uhr. Also da wird es auch nochmal schnuckelig und dann geht der Versand auch auf mich.
Hauptsache hier geile kleine Community. Also schön, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr dabei seid. Und vor allen Dingen schön, dass ihr das richtige Fußballspiel spielt. Skript hin oder her, Koinami hin oder her. Auf dem Platz ist, was zählt. Und ja, jetzt gehen wir nochmal auf den Platz. Original getragen. Ja, die Mütze, ehrlicherweise, ist von der Arbeit mitgebracht. Und die hing bei einer Kollegin, die nicht so häufig zuguckt. Also von daher brauche ich dich jetzt auch nicht grüßen. Aber hing bei ihr am Monitor. Und dann habe ich mir am letzten Arbeitstag des Jahres gesagt, die nehme ich mal mit und trage die beim Weihnachtsstream. So, wieder ein Gegner um die 800 Rating-Punkte. Ich kriege hier heute wenig geschenkt. Davai nach Russland. Heißt das halt? Ne, Davai heißt nicht Hallo, ne? Ist doch vollkommen egal. Gegen einen Moskau-Vita. So. Ah, der Kanté, der Nainggolan, der Modric. Ja, ist ein richtig geiles Mittelfeld. Thomas Müller, da hört es dann auf, geil zu sein. So, guck mal, in welchem Trikot wir spielen können. Komm, wir spielen mal. Wir spielen ja sehr, sehr selten. Mit dem dritten Ausweichgrütz-Trikot. Und es gefällt mir auch gar nicht. Es ist bei Pestmaster.com, wo ich die Dinger immer erstelle. Ist das eigentlich, sollte das ein bisschen lilaner. Aber ist egal. Spielen wir mal mit dem dritten Jersey. Und jetzt müssen wir Glück haben. Was sagen die Pfeile? Alex Granell muss spielen, sagen die Pfeile. Dann spielt der Alex Granell für Jorginho. Jawohl, alter Playmaker. Ansonsten, ne, ansonsten bleibt das so. Dann dürfte sich auch nichts verschoben haben. Oder kann der Granell richtig... Oh, der Granell kann... Ne, Granell kann nichts besser als alle anderen. Also bleibt das so. Und dann können wir kicken. Auf nach Moskau. Hola, PES Editing. Servus. So, Falke sagt, ungültiger Code. Das heißt, jemand war schneller und hat sich hier nicht gemeldet. Also, Freunde, wenn wir hier zu 50 oder mehr im Stream sind, ist das schon mal geil. Wenn ich aber dann nur mit 10 oder vielleicht sogar 20 Leuten chatte, ist das zu wenig. Ihr müsst schon mal Hallo sagen. Nur Hallo sagen. Immer ein bisschen, hey, kleine Community. Freut uns alle, wenn wir hier zusammen Spaß haben. Und vor allen Dingen, wer jetzt hier wirklich den Steam-Code, den PS4 Legend Monster Edition Code gewonnen hat, der könnte wenigstens einmal kurz im Stream sagen, hey, danke. Damit wir wissen, ist weg, ist eingelöst und jemand hat da jetzt ein schönes vorweihnachtliches Geschenk bekommen. Ja, hier fleißig mitdiskutieren ist vielleicht zu viel des Guten. Aber einfach hier stillschweigend ein Spiel abgreifen, das wäre ein bisschen schade. Findet er nicht? Okay, super, danke. Jetzt volle Konzentration auf den Fußball. Hab ja auch schon oft genug Gegentore bekommen. Scheiß Schattenwurf, nervt schon wieder tierisch. Harit läuft ein gutes Angebot. Batistuta gut durchgequirlt. Jetzt vielleicht Harit noch finden. Nein! Nein! Harit! Ja, weiter, weiter. Unangenehm. Unangenehm bleiben. Da war mehr drin in der Szene. Da wäre mehr Ballgewinn drin. Jetzt sind wir schon wieder... Ja, hast du... Och, komm. Modric will den Ball. Modric kriegt den Ball. Da habe ich mich falsch bewegt im Mittelfeld. Ob das dann ein Foul war, sei mal dahingestellt. Ja, Batistuta arbeitet gut zurück. Harit, wichtiger Kopfball, den kriegen wir. Mo Salah, ja, Moskau auf jeden Fall ein bisschen giftiger schon an den Männern dran als noch meine ersten beiden Gegner. Mo Salah hat die Zeit, schön groß mitzunehmen. Der gegen seinen Vereinskollegen setzt sich durch. Ja, auch ein bisschen Prestige. Ja, ja, klar, Harit. Jetzt schnuckelig. Harit, Harit, Harit. Das sind diese schnuckeligen Tore, die ich für euch schießen will. Da kann man auch billig nochmal rumspielen. Nein, nein, da muss auch mal ein Tor des Jahres her. Und Harit hat, glaube ich, auch schon mal im Stream ein Monster-Lupfer-Tor gemacht. Ich glaube, das ist sogar ein Twitch-Highlight. Wer da mal reingucken will. Jawohl. Oh, oh, gut. Oh, gute Bewegung von Ben Yedda. Und das ist ein Foul. Hat aber, glaube ich, auch gepfiffen. Ne? Zeigt in die Richtung, war ein Foul. Unten am Fuß. Ja, yeah. Van Dijk ist aufmerksam und wird dann unten getitscht. Und kriegt das Foul gezogen. Jawohl. Keine Ecke für die Gastgeber. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann immer alles passieren bei Ecken. Risikopass von Bernardoni. Vielleicht wird er ja bald von Bernd Leno abgelöst. Als ob. Schwarzball-Torwart. Als ob. Na egal. Sousa wieder in die Mannschaft gerutscht. Fernandinho einfach zu geil geworden. Kroos, Batistuta. Gute, oh, gute Bewegung. Gute Bewegung von Batigol. Gute Bewegung. Capitano. Ja. Der trifft auch im hässlichen Blau. Gabriel. Oma. Kaffee ist leer. So viel Streamzeit haben wir also nicht mehr. Ja, stell irgendwas um. Wichtige Bude.
Ja, ganz einfach eigentlich. Und Moskau ist komplett überrumpelt. Was ist da los? Scheiß Stadion. Bin ich komplett bei dir. Schattenwurf geht überhaupt nicht. Ich meine, ich finde es, eigentlich ist es, so ein paar Sachen haben sie bei Konami ja gut durchdacht. Ne? Die Heimmannschaft darf das Stadion aussuchen, aber auch die Verhältnisse, weil man so ein bisschen Heimvorteil dadurch hat. Aber es ist halt nervig mit dem Schattenwurf. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das auch, also wie kann man bei so einem Schattenwurf mitten durchs Feld und so, wie kann man da vernünftig spielen? Es hat ja auch seinen Grund, dass bei deutschen Meisterschaften und Meisterschaften immer gesagt wird, Sommer, Nacht, fertig. Abend, wie auch immer. Also du spielst immer bei einem klaren Bild, immer Flutlicht, ohne Schattenwürfe, komplett ausgeleuchtet, Thema erledigt. Und ganz pervers sind die Leute, die da mit Schnee und Regen um die Ecke kommen und sich super clever fühlen, weil sie auf Regen das Ausrutschen besser antizipieren können, der Spieler, oder das Ball titschen oder so und so einen dreckigen Vorteil haben. Komme ich überhaupt nicht drauf klar, ey. Ja, genau das. Genau das. So, jetzt, er ist nicht mal im Gameplan-Menü. Also entweder ist er sauer, entweder fängt er jetzt an zu lag-cheaten oder was auch immer. Oder will mich jetzt im PSN beleidigen, keine Ahnung. Jedenfalls 120 Sekunden müssen wir uns das antun, dann war es das gewesen. So, du bist recht nervig, Mäuschen, ne? Du willst hier die Kamera? Guck mal, willst du hier die Kamera? Willst du, dass die Leute dich sehen? Guck mal hier. Abos da lassen für Kimba. Ja? Kimba möchte eure Abos. Ja, Abos, bitte. Dann kriege ich endlich wieder Futter bei 2500 Abos. Ja, okay. Danke für deine Aufmerksamkeit. Unsere Abokatze Kimba. Ja, Essen ist auch gleich dran. Lass mich doch hier mal ein bisschen Boxen erspielen. Ja, die ist schon wieder hier. Sie will schon wieder Richtung Trikot. Nein, nicht das Trikot runterreißen. Sie reißt manchmal sogar Trikots von den Wänden. Das ist ganz pervers. So, der Kollege hat 120 Sekunden aber, glaube ich, wirklich ablaufen lassen. Und jetzt spielt er weiter, als wäre nichts gewesen. Verstehe ich nicht. Wollte er mir da nur einen reindrücken? Ich verstehe es nicht. Okay. Kein Lagging, also kein Lag-Cheat angemacht. Irgendwie komisch. Ganz komisches Verhalten von Moskau. Schlampiger Ball. Batistuta lacht sich kaputt. Batistuta lacht sich kaputt. Oh, manuelle Torwartkontrolle hätte es mir fast noch versaut. Jetzt quitte am besten. Wenn du keinen Bock hast, dann quitte. Komm, dann geh jetzt. Nervige Gegner, echt. Es gibt nichts Schlimmeres. Hast Pet weggelegt? Hat's Pet weggelegt. Komm, machen wir noch ein drittes Tor zur Sicherheit und dann diskutieren wir ein bisschen. Mo Salah. Batistuta wird nicht angegriffen. Batistuta. Egal, drittes Tor nur zur Sicherheit, damit der nicht nochmal zurückkommen kann ins Spiel. Ey, Mann, lass mich doch jetzt das dritte Tor machen. Ja, Hattrick. Hattrick, Batigol. Okay, jetzt regen wir uns nicht weiter auf. Ja, Hattrick. So, nerviger Gegner. Für einen Stream geht's nicht bitterer. Wenn du jemanden hast, der in Minute 15 das Pad weglegt. Ja, jetzt haben wir leider nichts zu tun. Ich habe auch nichts mehr zu verlosen. Tut mir leid. Ich fläze mich jetzt hier hinten ins Pest-Trikot. Und wir können ein bisschen reden, Freunde. Was ist los? Unfair und kindisch, genau. Also wenn, dann geh wenigstens. Spielt er jetzt? Da muss ich ja tatsächlich auch spielen. Oder hört er auf? Hört auf. Okay, gut. Ja, was heißt Nerd? Das ist nicht mal nerdig. Also, weiß ich nicht. Das ist halt doof. Aber gut, ja. Machst du nix? Ja, bei Matchday mache ich das ehrlicherweise auch. Genau, Matchday, diese 10 Minuten pro Halbzeit lege ich die Pets auch weg. Ja. Ja, genau. In dem Moment muss ich eigentlich das Maul halten. Das stimmt. Was ich arbeite, ich bin Social Media Manager. Ich sag dir nicht wo, weil sonst kommst du vorbei. Aber ich bin Social Media Manager. Marketing, Werbung schalten, Social Media Kram. Deswegen, das sagte ich ja auch eingangs, weiß ich bei Instagram schon ganz genau, wie der Hase läuft. Und deswegen machen wir da jetzt auch Werbung, dass ihr immer schön reinkommt, Freunde. Und mir keiner sagen kann, ich habe den Stream verpasst. Sunny X, danke fürs Abo. Warum sind noch nicht so viele so cool wie Regam und Sunny X? Wo sind die Abos? Aber ihr habt alle schon Abos dagelassen. Ne? So viele Stammzuschauer wieder da. Da geht einem ja auch das Herz auf. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, okay, pass auf, also ich lasse ihn mal bis zu einem Tor, mache ich mal nichts und zeige ihm auch, dass ich das Pad weggelegt habe. Wenn er jetzt wieder anfängt, richtig zu spielen, nehme ich das Pad natürlich wieder in der Hand. Aber nutzen wir die Chance einfach mal für eine kleine Frage. Oh, jetzt fängt er echt an, nach vorne zu spielen, ja, als ob, Digga, als ob.
Mein Gott, leg's Pad weg. Dann sind wir wenigstens schneller raus aus dem Drecksspiel. Aber das ist auf jeden Fall nicht das letzte Spiel. Kann ich euch schon mal verraten. So enttäuschend werden wir nicht aus dem Stream gehen. Wir freuen uns schon mal auf das nächste Box-Opening. So, der wird jetzt ein bisschen verhöhnt. So, zack. Woppa. Joga bonito. Hey. Alex Grane. Woppa. Hey. Woo. Immer schön mit dem rechten Stick. Woo. Woo. Ja, komm. Der läuft zum Torwart. Kasper, ey. Aber was ich auch sagen muss, wo hier eben Matchday kam, ich lege beim Matchday das Pad bei Sekunde 1 weg. Ne? Also ich zeige sofort, ich will nicht spielen, Kollege. Und dann kann er seine Tore machen und kann dann das Pad auch weglegen oder so. Aber ich mache nicht einen auf beleidigt, weil ich nicht spielen kann. Obwohl, der hat ja fast 800 Rating-Punkte. Und bin dann irgendwie nach 0-3 traurig. Ey, 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 fui, ey. Ey, ey, Alex Granell, ey, Harit, ey, ui, schade. So, Batistuta Hattrick. Eigentlich ein Screenshot wert. Da weiß aber im Screenshot keiner, dass ich gegen so einen Kasper spiele. Können wir uns einmal abfeiern. So, jetzt hoffen wir mal, schnell wegdrücken. Hoffen wir mal. Oder er geht jetzt. Er geht jetzt raus. Komm, Junge, mach keinen Scheiß. Komm, das Spiel ist durch. Lass uns Zeit sparen, ist das Wichtigste bei so Videospielen. Nicht, dass du 3 Coins weniger bekommst. Komm, geh bitte. Bitte geh einfach, dann haben wir noch ein bisschen Spaß hier. Achso, nicht auf zweite Halbzeit gehen, damit der auch demotiviert ist und denkt, ich will nicht weiterspielen und geht dann in der letzten Sekunde nach Hause. Ja. Er selber geht ja auch auf nichts, seht ihr ja rechts oben. Der geht weder auf Gameplan noch auf Second Half. Ich glaube, der hat einfach das Pad weggelegt und keinen Bock mehr. Aber ja, aber ganz ehrlich, jetzt mal außer euch Ehrenmännern, die jetzt hier weiter fleißig kommentieren und mit mir dabei bleiben. Man sieht aber sofort, wenn hier Scheiße läuft, dann gehen auch die Zuschauer zurück. Also es gibt ja dann wahrscheinlich Leute, die nicht kommentieren, die wollen gerne virtuellen Fußball sehen oder so. Und die sind dann natürlich abgefuckt, wenn sie gerade sehen, dass hier nichts passiert. Dass es nicht gut ist oder kein spannendes Spiel ist. Das schadet mir dann, wenn man so will, auch. Aber okay. Sage ich jetzt nichts zu. So, was ich aber sage, Abo dalassen, Freunde. Pass mal auf, das machen wir noch. Werbeblock. Lasst ein Abo da, nicht nur auf Twitch hier gerade live, sondern wer es auch witzig findet auf YouTube, bitte auch auf YouTube, genau, also nicht nur, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Playlist auf YouTube folgen, wer einen Stream verpasst, kann da alles nachholen, das nochmal als Werbeblock, auf Twitch sowieso, auf Twitter sowieso, auf Instagram ist dann der Bonus. So, Pad ist weggelegt, jawohl. Also legen wir das Pad auch weg. Willst du echt nerven, Digga? Willst du echt nerven? Oh, ich hätte so gerne echt eine Frage-Antwort-Stunde gemacht, aber na gut, dann müssen wir leider spielen und den Typen ein bisschen verarschen. Vielleicht tut ja auch noch ein Gegentor mehr weh und er legt das Pad daraufhin weg. Mo Salah bleibt im Zweikampf. Nee, bleibt dann nicht. Kanté treibt das Ding nochmal. Sousa mit guter Rückkehr in die Startelf auch direkt. Ja, bei Fernandinho oder generell bei den fetten Level-Ups hat man halt schon wieder gemerkt, schwarze Bälle sind sehr schwer vereinbar mit 4-Sterne-Teams. Über Messi als Spieler ja jetzt nicht geärgert, aber dass der 94 selbst in seiner normalen Variante ist, und da sagte der Portuguese-Boy ja eben, mittlerweile gibt es ja von Messi und CR7 50 Inform-Spieler und so weiter, Featured Players durch diverse gute Leistungen und so. Selbst der normale Messi ist viel zu stark und mit einer 94, aber sowas von überhaupt nicht einsetzbar. Und da spiele ich lieber mit einem Mo Salah, der hat eine 92, das macht schon super viel aus in der Mannschaftsstärke und ist dann halt für 4 Sterne gerade noch so zu verknuspern. Der hat aber bald auch irgendwie wieder ein Level-Up, ist dann eine 93 oder so, dann ist der auch wieder raus aus der Nummer. Was dann besonders schwer ist, weil der halt meistens mit einer guten Wochenform ausgestattet ist als LFC-Dauersieger in dieser Saison. Gutes Ding. Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah ist der frech. Ui. Ah, das wäre was gewesen, wenn der hinten an Innenpfosten fällt. Ja, Kroos passt nicht auf. Dafür Van Dijk. Ja, die Mannschaft ist wach. Jetzt kriegt der Harit das Foul nicht gezogen. Dafür ist der Sousa da. Ja, oh, 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 oh. Van Dijk ist da. Nee. Glaubst du wohl nicht, dass du das Pad weglegen kannst und dann hier nochmal aufdrehen? Nix gibt's. Schöner Fußball. Kroos, schnelle Passstaffetten. Ich
Ja, Kracher, die Zeiten sind vorbei hier mit wöchentlichem Trainerwechsel, viel zu vielen Auf und Abs. Nein, hier gibt es fast nur noch 5er-Siegesserien live mit Welttrainer und Europameister Fernando Santosch. Bei den Let's Playmakers wird nur noch gerockt. Jawohl, und hätte ich eben nicht dieses kümmerliche Unentschieden gehabt, hätten wir auch wieder eine 5er-Siegesserie mal live im Stream feiern können. So ist das leider nix geworden. Oh, Bernardoni, Piquet. Kriegen sie es abgesprochen? Kriegen sie abgesprochen. Läuft. Sehr gut. Ja, da der das Pad leider nicht konsequent weglegt, müssen wir ja nochmal zu Ende spielen. Aber die Luft ist ehrlicherweise komplett raus. Und nochmal, 800 Ratingpunkte, kein Fall Obst. Batistuta. Mo Salah wird nicht angegriffen. Ja, Ticken zu lange gewartet zum Traumtor. Na komm, blöder stumpfer Pass, ne? Vielleicht ist er selber durch den Schattenwurf irritiert und spielt deswegen so kümmerlich. Alex Granell auch zum wiederholten Male in die Mannschaft gekommen. Der scheint eine gute Saison zu spielen. Ich weiß gar nicht, ist der bei San Sebastian oder bei Valladolid irgendwo? Ich glaube, San Sebastian spielt ja auch eine gute Saison mit Ødegaard und mit Isak und so. Da ist der Granell, glaube ich, auch so Strippenzieher auf der offensiven 6 oder 8 oder so. Weil irgendwo müssen die ganzen guten Wochenformen ja herkommen. Auch ein feiner Kicker. Und da greift irgendwer ja irgendwem ins Gesicht. Oh, Sousa verhindert den Schuss nicht. Also eigentlich ist die Situation ja, der Vorteil ja quasi abgelaufen. Ja, schießt nochmal einen schönen Freistoß mit Modric. Aber alleine für die Pet-Weglege-Grützerei möchte man ihm dieses eine Erfolgserlebnis ja schon gar nicht mehr gönnen. Also komm, konzentrieren wir uns nochmal zu Ende. Ja, Mo Salah mitspielen, gerne mitspielen. Oh, groß. Jetzt hat er mal Platz. Ja, da hätten wir Batistuta schicken müssen. Harit spielt mit. Nee, jetzt wird es ein bisschen umständlich. Trotzdem nochmal Salah tief geschickt. Salah gegen den Monsterverteidiger. Könnt ihr mir mal sagen, was an Chris Smalling so geil ist? Weil ich habe den gefühlt in jedem 4-Sterne-Gegner-Team. Chris Smalling. Wisst ihr was? Den gucke ich mir gleich mal an. Ja, da haben wir nicht aufgepasst. Die Lücke nicht zugelaufen. Aber der Gerard. Der Gerard, passt auf. Ja, guck mal hier, der Gerard. Woo! Yay, was ist los, Digga? Ja, leg's Pad weg. Arsch. Jawohl. Also, Chris Smalling habe ich schon sehr, sehr häufig als Gegeninnenverteidigung gesehen. Oder war der irgendwann mal bei einem großen Push irgendwie in jedem Pack dabei? Keine Ahnung. Ja, Granell bleibt hängen. Mo Salah, jawohl. Grätsch da dazwischen. Jetzt müssen wir hier unterstützen auf der rechten Offensivseite Moskau. Sousa, wichtig. Geile Grätsche, geiler Ballgewinn. Mo Salah, Mo Salah. Na, schade. Jetzt versuchen wir zu übertreiben. Tief gespielt, Modric. Van Dijk rutscht raus. Ruckt raus, das war nämlich richtig. Der rutscht nicht aus. So, letzten Sekunden, da gibt es die nächste Box zu ziehen, Freunde. Ja, komm, wo ist nochmal das Angebot? Toni Kroos nochmal. Nochmal einen aus dem Fußgelenk schnuckeln. Ja, na, kriegen uns hier nicht behauptet. Gegen Chris Smalling, den Innenverteidiger des Jahres. Und vorbei. Smalling hat eine leichte Scout-Kombo. Ja, ich habe mich ja von Scout-Kombos dieses Jahr so ein bisschen verabschiedet. Deswegen weiß ich das alles nicht mehr. Bei PES 2018 und 19 voll steil gegangen mit Excelist und allem. Aber ja, vielleicht ist das der Fall. Ich rück mal aus dem Bild und guck mir den Chris Smalling mal an. Endlich ist es vorbei. Leider richtig. So, PES-DB.net. Und wir gucken auf Chris Smalling. Van Dijk in schwach. Das würde ich noch... Oh, ist sogar nur ein Silberball eigentlich. Dann ist die Scout-Kombo... Naja, geht. Also eine 100% freie Kombo hat er nicht. Da muss man schon Agenten kaufen. Und danach hat er Kopfballstärke und Interception als Player-Skills. Das ist okay. Nicht überragend. Da wäre ein Acrobatic Clearance, Fighting Spirit, sonst was noch geil. Aber das ist schon mal super gut. 1,94 ist ein bisschen pervers. Und ja, Physis 8, ja klar ist der gut. Speed 78, ja klar, ich verstehe, warum den viele haben, aber der ist jetzt nicht Innenverteidiger des Jahres, würde ich mal sagen. Aber okay, wir haben ihn zu überlisten geschafft, lockerer Sieg gegen 800 Ratingpunkte, fast 800 Ratingpunkte. Wir verteidigen sehr souverän heute die 900 Ratingpunkte, wir legen bei den Weekly Points noch was drauf. Da muss aber eine 500 plus stehen, auch wenn wir letztens mit 666 nicht mal aufgestiegen sind.
Aber da muss eine 500 plus stehen, um überhaupt eine Chance zu haben. Der kleine Kaiser hat es uns vorgemacht. Jawohl. So, gut. Also, Freunde, wir haben eine Box verdient. Die holen wir uns. Wir haben, das war der dritte Sieg. Das dritte Spiel, zweiter Sieg. Wir müssen noch keine, Formgeschichte anwenden. Das passt. Okay. Und wie gesagt, das ist definitiv nicht das letzte Spiel. Wir machen noch eins mindestens. Meine Stimme wird aber lange viel geredet heute, ne? Oder viel geschrien, weiß ich nicht. Also, wir holen uns eine Box. Und wir freuen uns auf irgendeinen Bernd Leno. Keine Legende, die sind ja auch in der Verlosung. Okay. Geht nach Italien. Silberner Ball aus Italien. Ja. Sehr schön. Sampdoria Genua. Kann nur geil sein. Rigoni. Die 10 ist schon mal cool. Ah, ich glaube, den habe ich schon mal gehabt und weggeworfen. Geile Friese. Unter dieser Mütze habe ich mittlerweile auch genau diese Friese. Und da gibt es noch mal zwei Deutsche. Robin Gosens. Immer wieder mit Schalke in Verbindung gebracht. Kann, oh, ist flexibel auf dem Außen. Das ist gut. Und Christopher Zimmermann, kann das sein? Ja, vollkommen egal. Wir schauen uns Rigoni an. Der hilft uns leider ja auf der 10. Oh, beide Füße schon mal gut. Super Sub, Pinpoint Cross. Nein. Und ich bin da rigoros. Ist ein guter Kicker. 79 ist auch nicht schlecht und alles, ne? Aber die Player-Skills müssen mittlerweile auch perfekt passen. Wie gesagt, der kann Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen, hat aber bei Defensive im Sechseck super wenig. Also der ist schon so dezent nicht brauchbar. Aber hat schon mal ein paar orangene Dinger, das ist nicht verkehrt. Gute Beidfüßigkeit. Jetzt wird's wichtig. Genau. Wir können über die Player-Skills nicht mal diskutieren, weil er sie nicht hat. Wieder ein ganz traumhaftes Pack. Christopher Zimmermann. Ja, jetzt kommt bitte. Heading, Fighting Spirit, Acrobatic Clearance. Ja, guck mal. Man, das ist doch Mann. Das ist ein echter Mann. Das ist ein echter Kerl. Darf bleiben. Christopher Zimmermann mit Daniel Farke, dem Ex-Dortmund-Trainer, aufgestiegen. Mit Norwich City in die Premier League. Das waren aufreibende Wochen letztes Jahr. Ich glaube, das konnte man auf Dazn auch sehen. Ne? War spannend mit anzusehen, wie Norwich aufgestiegen ist. Viele Unentschieden im Endspurt, aber es hat gereicht. Aber ja, der wird mir jetzt wahrscheinlich meine Tiefe im Kader auch nicht wirklich bringen. So, letztes, vorletztes, keine Ahnung. Spiel im Stream. 450 Weekly Points. Nicht schlecht, Kaiser. Ja, du bist da konstant immer dabei, ne? Immer hier mit deinen 500er Dingern, nicht verkehrt. Du redest von Weekly Points, ne? Kaiser redet von 500, von 450 Weekly Points und Falke, du mit 550 Rating Points. Also da, wo ich jetzt eine 920 habe, hast du Falke eine 550. Das sind ja zwei verschiedene Werte, ne? Ist nicht unwichtig, genau. Also 550 normale Rating Points ist mit Verlaub Durchschnitt und ausbaufähig. 450 Weekly Points, da spielt entweder jemand viel und oder gewinnt auch viel. Ja, unser Kaiser ist steil dabei. Also da muss ich auf jeden Fall noch das ein oder andere große Spiel auch gewinnen, um nicht auch abzusteigen. Ja, man kann ja immer Richtung Division 1 schielen, wie man möchte. Aber so eine Basis von 300 oder eher 400 Punkten sollte man in der Woche schon holen, wenn man in Division 2 bleiben möchte. Jawohl. Schönen guten Abend, PES Dexter. Hast den ganzen Spaß verpasst. Unboxing, PES 4 Legend Edition und so, aber egal. War auch ein bisschen früher als sonst, muss ich zugeben. Schön, dass du dabei bist. Ja, und wenn der Christopher Zimmermann ein echter Zimmermann ist, dann ist das ein richtig geiler, denn der Matthias Zimmermann von Fortuna Düsseldorf ist vielleicht der beste Rechts-, Mittel-, Außenverteidiger, zentraler mit alles Spieler der Welt. Matthias Zimmermann. Jawohl. Kann man nichts sagen. Ja, okay, dann hast du tatsächlich verpasst. Wo wir gerade einen Gegner suchen, bisher war die Gegnersuche sehr, sehr dankbar und unterstützend für den Stream. Hat nie lange gedauert, aber dann fasse ich an der Stelle einfach mal zusammen. Was haben wir gemacht? Unboxing, ja, der Konami Weihnachtsgeschenke-Box mit vielen T-Shirts und so. Die wird im nächsten Stream verlost. Die PES 4 Legend Edition ist mittlerweile weg. Ich habe ehrlicherweise nicht mitbekommen, dass einer von euch hier im Stream gesagt hat, ich habe sie bekommen und Danke gesagt. Finde ich ein bisschen traurig.
Ich habe noch keine Legende gezogen, nein. Ich hatte schwarze Bälle, David Luiz, also der garantierte schwarze Ball, den Konami verschenkt hier zur Xmas-Kampagne. Das war David Luiz. Da bin ich jetzt nicht aus dem Höschen gesprungen, aber der kann brauchbar werden mit einer guten Wochenform. Das heißt, wenn jetzt mit Mikel Arteta bei Arsenal alles wieder besser wird, könnte mir das helfen. Und ich habe Bernd Leno gezogen, den ich absolut nicht brauche. Und jetzt lese ich, PES Elite hat den Code eingelöst und es hat geklappt und hat sich bedankt. Dann habe ich es überlesen und habe nichts gesagt. Ganz herzlichen Dank für die Info, Winning Eleven Superstar. Und der PES Elite ist ja auch ein Ehrenmann und ein Stammzuschauer. Deswegen glaube ich dir das zum einen und nehme alles zurück. Ach, okay, da hat das geschrieben. Ja, da war wieder. Und das ist dann eure Schuld und das freut mich. Zu viel Betrieb im Chat, dass ich das so hätte sofort lesen können. So, jetzt kommt. Oh! Oh! Vielleicht der stärkste Gegner, den ich jemals im Stream hatte, Freunde. Guck mal hier. Aus Zakopane. Oh, das ist eines dieser Spiele, wo ich sagte, die muss ich mal gewinnen. Für einen fetten Sprung im Weekly Point Rating. Auf geht's, Digga. Kämpfen und siegen. Ja, jetzt gibt's mal. Nach drei Pflichtsiegen, von denen ich nur zwei geholt habe, gibt es jetzt ein Spiel, den sollten wir mal gewinnen für ein Statement. Alter Verwalter, 1200 Ratingpunkte. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin mit den 900 sehr zufrieden und Richtung 1000 wird schwer genug, nie geschafft und man darf ja auch nie unentschieden spielen und so. Wenn der 1265 hat, ohne Lagging, ohne Lag-Cheating, dann Respekt. Dann muss man sehr gut und konstant sehr gut spielen. Von daher, oh ja. Jetzt wird's heftig, ja. Ja. Naja. Im San Siro, natürlich. Internationale empfängt die Let's Playmakers 11. Auf geht's, Freunde. Machen wir uns vielleicht oder mache ich mir vielleicht ein vorweggezogenes Weihnachtsgeschenk. Erstmal schön gegengepresst. Jawohl, Jonathan Vieira läuft. Gutes Pässchen, Mo Salah, ja, kriegt sich nicht vorbeigequirlt, hat den Fuß dazwischen, das kann direkt gefährlich werden. Mo Salah, ja, ein bisschen Alibi, da wusste ich nicht wohin mit dem Ball. Ja. Direkt mal bei Vlachodimos Unruhe schüren. Sousa, schön die Abwehr rausgeschoben, Piqué passt auf, jawohl. Ersten 5 Minuten Eindrücke, gute. Na, Batistuta, ne, ist der Außenverteidiger zu wachsam, rückt rein. Das ist auch absehbar. Kommt Fuß dazwischen? Ne, nichts gibt's. Van Dijk ist da. Das ist gut. So, die ersten Momente sind immer so super wichtig, um erstmal zu fühlen. Was hat der vor? Was kann der besonders? Antizipiert wie Hölle. Genau. Batistuta wird sofort gedoppelt. Da ist kein Aufpimpen da. Van Dijk passt auf. Keine dummen Fehler machen. Keine Tore verschenken. Ganz ehrlich, ein Unentschieden wird mir auch nichts bringen. Da sind mir dann die minus 2 Ratingpunkte egal und so. Es muss eigentlich auf Sieg gehen, um ihm die Weekly-Punkte wegzunehmen. Das ist ein guter Laufweg von Salah. Ja, oh, Salah, oh, vorbei Quirl. Jetzt muss die Flanke auch noch kommen. Ja, Jonathan Vieira geht nicht euphorisch genug dazwischen. Nicht pressen wie Hulle. Weiter Fußball spielen, nicht rausrücken. Ja, jetzt sind wir schon auf der letzten Linie angekommen. Und Sousa passt. Nee, das ist. Hat ja Sousa die 5? Nee, die 5 hat. Wer hat denn die 5 bei mir? Ach ja, klar, Jorginho. Da geht ein Achter sogar mit tief an den 16er. Und guck mal, Riesenposition, sage ich schon. Riesenabstände im Mittelfeld. Also so richtig. Und trotzdem spiele ich einen Fehlpass. Ich lasse mich hier einlullen. Na, jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's schon unangenehm. Jetzt wird's schon unangenehm. Oh, das ist dann zu einfach. Ja, da kannst du hier erzählen, was du willst. Spielt so einen beschissenen Fehlpass. Und dann weiß der mit Griezmann natürlich genau, wie er drücken und schießen muss. Vielleicht gibt's sofort die Antwort. Vielleicht gibt's sofort die Antwort. Verschenktes 0-1. Und da war Mailand nicht wachsam. Da war Internationale nicht wachsam. Direkt Mo Salah mit dem Finesse-Schuss. Nein, nein, das ist schon wieder zu billig. Oh nein, warum zuckt ein Piqué da weg? Warum zuckt. Das habe ich nicht gedrückt. Ich krieg einen Hals, ey. Bei solchen Toren krieg ich einen verfickten Hals, ey. Ich drücke nicht wegzucken in so einer Szene. Warum erfindet.
Ja, Skript, nennt's wie ihr wollt. Warum erfindet die KI da? Nee, Piquet ist zögerlich. Warum soll er zögerlich sein? In so einem Laufduell. Ätzend, ey. So ein ätzendes Gegentor. Da kannst du nicht mal sagen, boah, ist der gut, hat der gut erspielt. Einfach nur. Naja. So ein Dreckstor, ey. Aber egal, Ersteindruck ist mal hier nicht, dass der unbesiegbar scheint. Ja, haben wir richtig antizipiert, kriegen es aber nicht verteidigt. Doch, Jonathan Vieira kriegt es verteidigt. Komm, ab geht's. Der spielt, glaube ich, mit Deep Dingensbums Line, glaube ich. Batistuta, Mo Salah, guck mal, da geht was. Da, nein! Also irgendwie, ne? Ich sag ja, der ist so machbar wieder. Vom Gefühl her ist der so machbar. Fuß dazwischen, Fuß. Offene Sohle, ja, offene Sohle von Griezmann. Das ist ärgerlich, ey. Hier musst du nicht zurückliegen. Oh, der wird eng. Ja, der wird eng. Ja, kriegen wir gelöst. Groß. Jawohl. Keine Hektik aufkommen lassen. Das sind so riesen Abstände zwischen den Spielern. Und der presst hier nicht auf Teufel komm raus. Ja, Van Dijk, lauf's doch zu Ende. Warum läuft der dieses Entgegengehen nicht zu Ende? Da habe ich den Ball doch. Da ist die Szene tot. Mann, ey. Batistuta. Ja, hat er antizipiert. Alles gut. Das war ich selber schuld. Der war auch nicht verkehrt. Und der war dumm. Ja, das sind eigene Fehler. Das sind eigene Fehler. Griezmann scheinbar Abschlussmaschine bei ihm. Nächster fetter linke Klebe. Ja, Verlängerung. Nee. Oh, ist wieder ganz frei. Ayer. Wer ist eigentlich Ayer? Nie vorher gehört, seitdem ich MyClub spiele, höre ich den permanent. Wer ist Ayer? Was ist das für ein Spieler? Ist der geil? Der hatte wieder die besten Player. Skills so oft schon gesehen. War der mal Featured Player und deswegen nehmen den alle. Groß, guter Laufweg. Oh, schnuckeliger Ball. Geiler Ball auf Groß. Oh. Und Batistuta versteckt sich hinterm Verteidiger. Da war mehr drin. Groß, Passmaschine. Jetzt kommt der eklige Doppelpass. Nee. Versucht immer wieder Griezmann in Szene zu setzen. Jawohl. Guck mal, Riesenabstände. Ich kann mir die Doppelpässe aussuchen, wie ich will. Batistuta, Jonathan Vieira. Ja, guck mal, ist viel zu einfach. Das ist viel zu einfach. Das ist manuelle Torwartkontrolle. Hier, Mann. Ja, sofort. Hast du vierstellig Ratingpunkte, werde ich aggro. Merkst du sofort. Der kann nichts dafür. Trotzdem hasse ich ihn jetzt schon, weil er mir den Sieg nicht gibt. Aber das ist so machbar, der Typ. Alter Verwalter, ist der machbar. Guter Ball wieder. Lauf, Jorginho. Lauf, lauf. Wilmar Barrios kommt nicht hinterher. Jetzt nicht verzocken. Jetzt nicht verzocken. Nicht verzocken. Nein. Oh Gott, ey, da läufst du dich müde für nix. Langer Sprint. Ja, egal. Alibi-Grätsche von Batigol. Bringt wenigstens ein bisschen das Tempo zum Stillstand. Schön. Gut. Drinbleiben in der Scheißpartie, ey. Der macht nix. Der macht keine Zauberdinge. Ja, dein Griezmann. Den kriegst du auch nicht mehr in Szene gesetzt. Haben wir jetzt im Griff. Hoffe ich. Ja, das ist zu einfach. Der ist zu einfach. Komme ich nicht in den. Oh, Zweikampf. Plus eins. Ja, komm, nimm ihn mit. Nimm Salah mit. Nein, nein, nein. Zu hektisch. Pfeif ab. Jawohl, ist okay. 2-2. Wir haben uns von Dreckstoren erholt. Alles gut. Wir sind in der Partie drin. Ja, er sucht nur Griezmann. Und mit Griezmann ist er auch immer dabei, eklige Linksschüsse abzufeuern. Gucken wir uns mal an, was hat er da überhaupt? Griezmann 3. Ah, guck mal. Der spielt sehr zentral lass. Ich habe mir vor lauter Hektik wieder nichts angeguckt, was ich mir eigentlich auf die Fahne schreiben wollte. Gomez jetzt als Innenverteidiger, damit es da noch enger wird. Im Zentrum. Komm hier. Vorne habe ich genug Platz. Einfach nur die Mitte verengen. Der geht nur durch die Mitte. Eklige Doppel. Schubspässe auf Griezmann. Genau, 3 DMFs eingestellt. So muss es sein. Und dann nochmal so eine zweite Halbzeit. Nur in vielleicht konzentrierter. Vielleicht ist was drin. So, Batistuta. Ja, ja, Mo Salah. Ja, gute Bewegung. Vieira mit guter Bewegung. Vieira. Nein, nein, da antizipiert er was. Nein, das war alles richtig. Oh, die Szene ist so kaputt gemacht mit dem Haken. Und dann blöder Fehler. Batigol, Batigol, Batigol. Ja, 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 nein. Ich sag euch, mit jeder einfachen Torchance, und das sind schon sehr viele in diesem Spiel, gegen so 1200 Typen,
geht das, der ist so Machbar-Barometer in unerahnte Höhen. Es kann nicht sein, dass der Typ so schlecht ist. So schlecht. Der spielt nicht viel besser als der 800er eben. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich gleich das 3-2 machen sollte und dann schmeißt er den Legsheet an, dann wissen wir, woher es kommt. Aber für den Moment jetzt ist das... Ey, es kann nicht sein, dass ich gegen den zwei Tore verschenke und selber einfachste Chancen nicht zu Ende spiele. Jetzt wird's unangenehm, jetzt wird's unangenehm, jetzt wird's unangenehm. Ja, als ob. Von der Position das Ding hinten reinschnallen, als ob. Alter Verwalter, ey. Komm, Fußball spielen. Genau wie wir es eben gesagt haben. Ey, da ist, guck mal, null Gegendruck. Sousa kann sich aussuchen, aber nochmal, komm hier, mit Sousa, ich kann stehen bleiben. So, ist kein Druck da, nix. Zack, Mo Salah, ja, da einfach nur antizipiert und ich drehe mich rein, das war dämlich. Wieder wird Griezmann gesucht, gefunden, alles gut. Guck mal, warum eigentlich die Hektik? Schalalala, Toni, lauf doch mal in den freien Raum. Ja, sehr schön. Ja, ein bisschen herspielen. Vieira, ja, Batistuta antizipiert richtig. Jonathan! Oh Mann, der ist so machbar, Alter. Ich glaube es nicht. Was ist das? Hallo? Ja, schönes Missverständnis. Jetzt kann es wehtun. Kroos hat den Fuß dazwischen. Ja, Griezmann treten ist richtig. Griezmann so lange treten, bis er keine Stamina mehr hat. Mir egal. Auch die Frisur des Jahres. Ja, jetzt willst du wahrscheinlich oben spielen. Nee, nichts willst du nicht. Boah. Und Gomez antizipiert das richtig. Jetzt schalten vielleicht. Über Batistuta. Über Kroos. Ja, ja, kriegen wir gelöst. Ja, oben machst du zu. Hast du gedacht? Nein, Batigol läuft weg. Jetzt vielleicht nochmal. Jetzt vielleicht nochmal Batigol. Ja, so muss es doch sein. 60. Minute. Batistuta. Ja, schön gemacht. Salah wollte doch entgegen. Oh, wenn der Egyptian King uns auch noch das Kopfballtor macht. Breche ich hier ab. Okay, tief stehen. Ja, soll das kurz spielen oder flach oder wie auch immer. Batistuta, ein bisschen Stamina ist noch da. Und ich gehe nicht konsequent zu Ende. Ja, Mo Salah. Ja, entgegen. Nein, jetzt wird es unangenehm. Ja, es war antizipiert und ich krieg keinen Spieler. Ja, okay, das wäre das verschenkte dritte Tor gewesen. Diesmal meint es der Skriptgott gut mit mir. Ganz schwach verteidigt, Spielerwechsel nicht hingekriegt. Da muss ich mich nicht beschweren, aber okay. Alles nochmal gut gegangen. Ja, wichtiger Kontakt. Der antizipiert auch wie so ein Ochse. Wo du so denkst, du darfst keinen Ball direkt spielen, dann verlierst du auch keinen Ball. Batistuta, komm schon! Setz dich durch! Nein! Und boah, ein Schritt fehlt zum Abschluss, ein Schritt fehlt zum wichtigen Ballgewinn. Fuß dazwischen. Komm, komm. Ja, einer muss raus von den Kollegas. Einer muss raus. Ja, einer von den dicken Böcken ist da. Jawohl, alles gut. Der ist so machbar. Zu dem Mantra werde ich heute einschlafen, wenn ich dieses Spiel nicht gewinne, ganz ehrlich. Der war so machbar. Größter Ratingpunkte-Kollege im Stream auf jeden Fall. Vielleicht auch aller Zeiten. Jetzt durchgebrochen. Batistuta. Wo kommt die manuelle Torwartkontrolle? Komm schon. Nein. Mann. Da bommelt die Mütze in meine Fresse. Ich habe nicht anders verdient. Oh, ich breche noch ab. Ey, das ist so ein machbarer Typ. Komm Leute, das geht nicht. Den muss ich besiegen. Ja, klar, taktisches Foul. Jetzt kann er wahrscheinlich Freistöße aus der Hölle und haut ihn oben rein. Oh Mann, ey. Wie viele hundertprozentige Chancen kann man noch verpimmeln hier? Der ist so mal. Na, was? Rote Karte! Und da geht's dahin. Und da geht's dahin. Ja, jetzt können wir mit dem Unentschieden wieder zufrieden sein. Ja, ist das ärgerlich! Gegen so einen durchschnittlichen Typen. Mo Salah am Limit. Da komm, einen Konter hast du noch drin. Einen Konter haben wir noch drin. Das ist ärgerlich, ey. Wie viele Chancen hatte ich jetzt? Das ist noch schlimmer als der verschossene Elfmeter eben gegen diesen Grützer. Ja, niemals rot. Ey, da werden teilweise klare Notbremsen, die nicht zum Elfmeter führen, nicht gepfiffen. Na, spielst du den kurz? Ja, okay. Ja, er weiß, was er tut. Ab, Einwurf. Hast du gedacht, ne? Ich kann auch antizipieren, Digga. Mein Gott. Ja. Kein Zugriff. Griezmann, komm, geh weg. Den kriegst du nicht mehr.
Okay, jetzt fehlt natürlich der Zehner. Das ist kein magisches Dreieck mehr, aber das heißt nicht, dass wir Mo Salah nicht irgendwie noch in den 16er geschubst bekommen. Für eine gute Szene. Komm, Tonali, du bist fit. Du musst treiben. Ja, nimm Toni mit. Sehr gut. Guck mal, da sind so luftige Räume. Batigol. Nein, der antizipiert wieder so komisch. Ich krieg's nicht genutzt. Komm, Batti, geh. Da geht noch was. Naja, okay, das war blind. Ja, jetzt wird's hektisch, logisch. Ich muss was umstellen. Komm, tritt ihn doch weg. Ja, mein Gott, wieder rot. Jetzt erfindet der Schiedsrichter hier wieder rot, oder? Na, echt jetzt? Nein, nur gelb für Piqué. So, ich muss was einstellen. Hier, auf geht's. Deep defensive line. Einfach hinten warten. Das Mittelfeld ist so oder so verwaist. So, defensiv. Oh, das habe ich auch nicht eingestellt. Genau, Tonali muss hinten bleiben. Komm, ey. Jetzt bin ich leider echt schon in diesem Mindset. Dann wenigstens nicht gegen den Kasper noch verlieren. Das wäre richtig bitter. Ja, jetzt kommt irgendwann. Ja, genau. Alles mit Ansage. Jetzt werden die Spieler zum Laufen geschickt. Wichtiger Kopfball. Ganz wichtiger Kopfball. Komm weiter. In dem Zweikampf musst du drin bleiben. Oh, Piqué. Ja, wichtiger Zweikampf. Jorginho vorbei. Sehr gut. Sollen wir es mal riskieren? Nein, machen wir nicht. Alles gut. Kontrolle. Komm. Unten ist Platz. Ja, ganz einfachen Fußball spielen jetzt. Nein, es sollte auch Batistuta zwischen die Linien, Mann. Genau dahin. Und Batti, abgehen, Batti. Du kriegst den schnuckelig vom Toni. Ja. Missgeschickt. Ist das der letzte Angriff? Oh, Antoine. Antoine läuft's nochmal. Nein. Jetzt nicht noch so ein Ding. Jetzt. Pets kosten 50 Euro, aber wäre so ein Moment eigentlich. Ne? Wäre so ein Moment. Ja, frohe Weihnachten an der Stelle. Ja, und das war dieses in der Drehung spezielle Annehmen. Ich weiß nicht, ob man das steuern kann. Der ein oder andere Supertechniker bei mir macht das ja auch manchmal auch in Situationen, wo es eigentlich total unnötig ist. Aber in dem Moment dreht er sich aus dem Zweikampf raus und ich krieg's nicht mehr hin. Ja. Jetzt habe ich ehrlicherweise keine Kraft mehr, von daher. Ja, okay. Gut, dann machen wir das für den Weihnachtsstream, machen wir das. Ding zu an der Stelle. War doch trotzdem euphorisch und laut und geil und stimmebelastend. Schön, dass ihr so zahlreich da wart. Und ja, den polnischen Kollegen ignorieren wir jetzt mal. Der war sehr besser, genau, als ob. Ey, was ein Larifari-Typ. Ey, wie kann so einer 1260 Punkte haben, ey, ganz ehrlich. Boah, ist das bitter, ey. Das ist echt Kategorie, der war so machbar. Und vor allen Dingen mit 2-2 und der geschenkten roten Karte ist auch noch okay. Aber dass der so ein lächerliches Ding irgendwie noch geschenkt Midat, leider bin ich komplett gar kein Singleplayer-Typ. Von daher kann ich dir zu der Masterliga so überhaupt nichts sagen. Ihr seht, 2800 Rating-Punkte oder Teamstärke-Punkte. Wir müssen also wieder umstellen zum nächsten Stream, aber das machen wir. Voraussichtlich 25. irgendwann abends geht's weiter. Ich möchte nichts versprechen, aber das kann sehr, sehr gut passieren. Mehr Streams jetzt über die Feiertage und zwischen den Feiertagen und überhaupt. Danke, dass ihr so zahlreich da wart. Schön, dass einer die Legend Edition bekommen hat. Schön, dass im nächsten Stream jemand die Merchandise-Box bekommt. Lasst Abos da, wenn noch nicht geschehen, aber ihr tollen Leute seid ja längst alle schon mit dabei. Danke, besinnliche Feiertage. Wir sehen uns sehr bald wieder. Und gewinnen auch wieder. Tschüss, ciao.